So, dann erstmal die Vorstellungsrunde vorbei und dann kommen wir auch schon gleich zum Thema, nämlich was ist Angst? Wie gesagt, Angst ist ja oftmals einfach so ein Schrecken bei den Hundebesitzern. Ich bekomme auch sehr, sehr, sehr viele Anrufe bezüglich Angsthunden. Ja, ich habe jetzt einen Hund, meistens eben die Auslandshunde aus Rumänien, Bulgarien, keine Ahnung, wo sie gerade herkommen. Und der hat ja so viel Angst. Und ja, es ist ja auch logisch, dass die am Anfang unsicher sind, wenn die da ja teilweise 12 Stunden in einem Auto reingesteckt werden, vielleicht noch irgendwie unter oder über irgendwie anderen Hunden, ne, weil die Boxen stehen ja auch teilweise übereinander. Es kennen ja auch keine Boxen, kennen die Enge nicht, kennen den Lärm nicht. Ja, und dann kommen sie, wie gesagt, nach Deutschland an. Und dann sind sie sehr, sehr, sehr häufig unsicher. Und aus dieser Unsicherheit heraus beißen sie dann natürlich auch, wenn dann nämlich der Mensch denkt, er muss diesen Angsthund oder diesen unsicheren Hund jetzt überlieben und ihm ganz, ganz viel Liebe schenken, weil er es bestimmt ganz schlecht hatte, aus Bulgarien oder Rumänien oder wo Gott, wo sie herkommen. Und damit macht man natürlich halt aber auch genau das Verkehrte. Verhalten, also was ist Angst? Verhalten wird, also wird plötzlich den auftretenden Umweltkontrasten angepasst. Ja, man meidet halt dann eben Situationen, man versteckt sich. Ich sage ja, man kennt das halt einfach nicht, dass man irgendwie eingesperrt ist als Auslandhund, dass man auf einmal nicht mehr seine Wege selber kontrollieren kann. Dann kommen auf einmal Menschen, mag ja auch sein, dass man vielleicht im Ursprungsland Probleme mit Menschen gehabt hat oder wirklich von einem Menschen mal mit Stein beworfen wurde und jetzt sind die auf einmal da und ich kann nicht mehr flüchten, ich kann keinen, ja, ich kann nicht mehr ausweichen. Und wir haben jetzt gerade im Moment auch einen bei mir in der Hundepension, der hat am zweiten Tag schwer dann zugebissen. Die Leute haben den, keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, Rumänien, ich sag ja Bulgarien, da hinten irgendwo. Und er ist 2 Tage nicht aus der Box rausgegangen. Also ist mir jetzt schon öfter mal passiert, weil wie gesagt, ich bekomme ja auch sehr viele von Tierschutzvereinen. Ja, und wir stellen dann halt einfach auch die Box in das Zimmer rein und die Hunde kommen dann schon irgendwann mal raus. Wir geben ihm halt einfach die Zeit. Und wie gesagt, sehr, sehr häufig werden diesen Hunden halt einfach nicht die Zeit gegeben. Die Leute versuchen dann immer wieder reinzulangen, mit Leckerchen zu locken, vielleicht auch durch ja, den Spalt zu streicheln. Ja, und dann kann es sein, wenn der Hund mit Meiden und Verstecken eben nicht weiterkommt, dass er dann halt mal knurrt oder dass er dann mal herschnappt. Also Verhalten, das sich halt einfach anpasst. Wie gesagt, meiden, verstecken oder halt dann eben auch mal knurren. Kennen wir ja alle, ne? Also das ist halt einfach, wenn wir in eine Situation reinkommen, das ist eine ganz blöde Situation, wir fahren Auto, vor uns passiert ein Unfall, ja. Dann haben wir entweder sofort Angst oder eher später. Also manche Leute funktionieren ja dann wirklich mechanisch, die spulen das dann ab, aber danach merkt man einfach, wie man anfängt zu zittern, wie man anfängt, ja, vielleicht auch Durchfall zu bekommen, richtige Schüttelkrämpfe, dann auch nachts irgendwie davon träumt. Ja, aber das ist, wie gesagt, auch eine plötzlich auftretende Umwelt. Situation gewesen, die wir jetzt gar nicht gekannt haben, die für uns eben plötzlich aufgetreten ist. Und dann bekommen wir eben auch Angst. Und das ist ja auch nicht wirklich schlimm. Also schlimm ist es natürlich, wenn ich da gar nicht mehr rauskomme. Situative Angst, und das ist halt auch wieder sehr wichtig, dass wir einfach mal über diesen Begriff ja mal nachdenken, nämlich die situative Angst also als sinnvolle Reaktion schützt vor Bedrohung und dient dem Überleben. Ohne diese Fähigkeit würden wir alle nicht überleben. Und Angst ist somit ein natürlicher Instinkt. Und ich muss halt eben nicht jedes Angstverhalten oder jede Angstreaktion auch automatisch dann auch versuchen zu therapieren. Ne? Also wenn ich jetzt einen kleinen Welpen habe und der steht zum Beispiel das erste Mal auf dem Wackelbrett, ja, dann wird er natürlich erstmal schauen, oh, das wackelt, ich möchte hier runterkommen. Und das ist ja auch wichtig, weil, wie gesagt, es dient dem Überleben. Oder da ist jetzt auf einmal eine Schlucht vor mir und ja, ich soll da irgendwie rüberspringen, sagt irgendjemand. Nee, will ich jetzt aber nicht. Also das sind ja dann auch Hunde, die ja auch oftmals darüber nachdenken, die ja dann wirklich auch sagen,
Nee, das ist jetzt doof, wenn ich jetzt da drüber springe. Ich bin ein kleiner Welpe, der Bach ist jetzt 5 Meter, ich komme da nicht drüber. Und wie gesagt, ich muss da nicht immer therapieren. Das ist halt oftmals dieses große Problem, ja, dass wir Menschen immer so ein schlechtes Gewissen haben, dann bei den Hunden, dass wir Menschen aber auch wirklich denken, dann, ja, wir haben was falsch gemacht oder der Hund, der vertraut uns nicht. Nee. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner durch die Stadt gehe und es ist abends irgendwie und es ist schon dunkel und in der Nebengasse sind auf einmal 5 komische Menschen und die schreien und die grüllen und die sind laut und die kommen immer näher, dann sind wir wieder in dieser situativen Angst. Ich kenne die nicht, es ist dunkel, sie kommen eben aus einer, ja, Nebengasse raus. Ich weiß nicht, was die von mir möchten. Und da komme ich eben in diesen natürlichen Instinkt rein. Und damit hat es noch lange nichts zu tun, dass ich jetzt meinem Partner nicht vertraue, indem ich jetzt vielleicht sage, du, Schatzi, können wir vielleicht mal ein bisschen schneller gehen oder vielleicht jetzt mich auch an ihn festkrallen oder sowas. Aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich ihm jetzt nicht vertraue, dass ich jetzt ja eine schlechte Bindung zu ihm habe. Oder dass er vielleicht auch versagt hätte oder dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Er kann ja nichts dafür, dass jetzt da gerade diese Leute aus dieser Nebengasse rausgekommen sind. Angst ist als Emotion angeboren und natürlich, klar, ein negativer Gefühlszustand. Und auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Angst ist abhängig vom einzelnen Individuum und findet im Gehirn statt. Weil ich habe gerade mit diesem Thema Angst immer zwei, ja, Kategorien Menschen. Also die eine Kategorie Mensch, die halt völlig überfordert ist und ja ein bisschen überreagiert, wenn einfach mal der Hund ja vielleicht mal auch zusammenzuckt, wenn ein Gewitter kommt oder sowas. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber so ein bisschen die ungehobelten Besitzer. Und wenn ich sage, du, dein Hund ist jetzt da gerade nicht so wohl, weil ihm jetzt da gerade der Schäferhund seit 5 Minuten anstarrt und der Schäferhund vielleicht seit 5 Minuten ja vielleicht schon anbellt, hol dir noch dein Hund mal aus dieser Situation. Der schlägt sich schon die ganze Zeit, du siehst doch, der möchte auch weg. Der fängt schon zum Zittern an. Ach, okay, das muss er jetzt aushalten. Nee, das muss er jetzt eigentlich nicht aushalten. Wieso soll er das aushalten? Ja, das ist doch nichts. Der ist doch da hinten an der Leine. Der ist doch noch 1, 2 Meter weg. Der Besitzer hat ihn doch an der Leine. Also, gäh, ne? Also, wenn dann natürlich diese Leute, also das sind ja die Bayern natürlich immer so, ach, gäh, das passt schon so. Ne? So, ich sage ein bisschen ungehobelt. Und da muss man natürlich auch dem Besitzer sagen, doch, also nehmt nicht euren Welpen auch in dem Falle oder eben euren Auslandshund und schmeißt den dann gleich schon in diese Umwelt rein. Also ich weiß nicht, wer ja auch gestern Martin Rütter gesehen hat. Ich habe mir gestern Martin Rütter die Welpen kommen angeschaut und ja, also da habe ich mir auch gedacht, puh, ne, so, also kleiner Welpe wurde da irgendwie geholt und ja, und am nächsten Tag wird dann sofort spazieren gegangen oder der andere Welpe war ja auch frisch zu Hause. Ich glaube, der war einen Tag zu Hause und haben sich ja dann noch die Besitzer so ein bisschen, waren so unsicher, ja, der bewegt sich nicht und der schläft zu viel. Ich glaube, ein Riesenschnauzer war das oder so. Und ja, dann sind sie mit ihm rausgegangen und dann gleich sofort zum Hundefriseur gelatscht, wo ich mir gedacht habe, mega. Also man kann ja auch echt übertreiben und man kann einfach auch die Hunde überfordern. Und das finde ich, wie gesagt, hat einfach so ein bisschen unsensibel für unsere Hunde. Und dann wird dem Welpen dann diese Pfötchen ausgeschnitten und er war natürlich sehr wohl gestresst. Ich will jetzt nicht sagen, dass der völlig verunsichert war und dass der jetzt eine völlige Angst hatte, aber er war halt einfach gestresst und genau, man muss das halt einfach nicht machen. Wie gesagt, diesbezüglich einfach mal so ein bisschen den Mittelweg finden. Oh, mein Hund hat da jetzt gerade ein Problem. Gut, dann stehe ich ihm bei. Ich kann jetzt natürlich sehr wohl einfach auch mal den Abstand zum Auslöser wirklich ein bisschen erhöhen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt da nicht gleich überall ein super Drama damit. Ich lasse den Hund das auch bewerten. Ich lasse ihm das einfach auch anschauen. Und dann, genau. Dann wird es in der Regel ja auch besser. Genauso wie wenn ich jetzt meine Eisbärin, die hat wirklich Probleme, ich sage ja, weil sie halt weiß ist mit den Augen und hatte jetzt auch eine Augenentzündung und war natürlich dementsprechend auch amused, wenn wir dann mit den Augentabletten, würde ich sagen, mit den Augentropfen gekommen sind und war dann auch gleich ins Meiden und Verstecken. Und ja, und die ersten 2 Tage
haben wir sie dann auch festgehalten und habe ich auch gesagt, nee, das ist irgendwie der falsche Weg. Komm, wir legen sie jetzt einfach mal auf die Seite, was sie auch kennen. Ne? Also meine Hunde kennen es einfach, auf die Seite zu liegen, weil das haben wir schon im Welpenalter gemacht, dass sie auf der Seite liegen, dass wir uns dann alles anschauen, dass wir uns neutral das Öhrchen anschauen und neutral einfach die Zähne anschauen und neutral die Pfoten und einfach mal so die Hunde durchwuscheln. Also wir haben da ein richtiges Ritual aufgebaut und dann sind wir erstmal dahin gegangen, haben die auf die Seite gelegt. Dann ist die Isabel gekommen und hat dann mit den Augentropfen einfach mal ja, so über den Körper gestrichen und am Köpfchen und dann wollte sie wieder weg und dann haben wir sie wieder hingelegt und haben halt einfach ihr das gezeigt und nicht Augen auf und rein damit, sondern erst einmal Ruhe und wie gesagt, auch auf dieses Individuum angepasst und wirklich gesagt, ja, du hast jetzt da ein Problem damit, ist ja auch unangenehm. Dir taten ja auch die Augen weh, als wir da das erste Mal die Tropfen reingemacht haben. Ja, und bei der Isi, also bei der Herdenschutzhündin, da wäre das vielleicht völlig okay gewesen. Augen auf, Augentropfen rein und gutes. Ja, bei der Fee, da muss man halt schon sagen, die hätte wahrscheinlich ein Problem mit den Augentropfen im klassischen Sinne gehabt, die hüpft da von Haus aus immer. Ne? Also sie macht diesbezüglich immer ein bisschen auf Drama Queen. Da muss man eben auch so ein bisschen aufpassen. Ich meine, manche, wie gesagt, machen die auch so ein bisschen Drama auch da draußen. Angst findet in einem Teil des Gehirns, nämlich im limbischen System statt. Das limbische System ist das Emotionsgehirn und kann dort eben nicht bewusst kontrolliert und gesteuert werden. Also kein Mensch auf dieser Welt oder kein Tier auf dieser Welt kann jetzt sagen, oh, da hinten kommt jetzt, weiß ich nicht, XY, da habe ich jetzt Angst. Genau, also ich bin zum Beispiel tatsächlich auch jemand, der wirklich Probleme hat, sage ich jetzt mal im Dunkeln. Und letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und die hat dann gesagt, ja, sie joggt dann immer im Dunkeln in die Arbeit und letztens war sie dann im Urlaub und da hat sie sich dann verlaufen und ist schon dunkel geworden. Ja, da ist sie dann halt einfach im Dunkeln da irgendwo umeinander gejoggt und irgendwann war sie wieder zu Hause und ich so, um Gottes Willen, wirklich, ich glaube, ich hätte da total Angst. Ne? Also ich kann das halt eben nicht bewusst kontrollieren und sie kann es eben auch nicht bewusst kontrollieren. Sie kann jetzt auch nicht sagen, oh, ich jogge und ich bin jetzt eine Frau und vielleicht sollte ich jetzt doch mal Angst haben im Dunkeln. Genau, das geht halt eben nicht. Die Amygdala, die verarbeitet Sinneseindrücke und bewertet sie emotional, wird eben aktiv, wenn eine, ich nehme jetzt mal auch bewusst dieses Wort in Klammern, eine unbekannte Situation kommt, wird wegen eben diese Amygdala aktiviert. Diese aktiviert dann die Stressachse, also die Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse. Und dann bekommen wir eben eine Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Und genau, da, wie gesagt, die einen bekommen es eben nicht, die anderen bekommen es mehr und die anderen bekommen natürlich so eine ganz komplette Ladung dann auch. Und deswegen können ja auch einige, obwohl sie dann sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen komisch und oh, das ist jetzt nicht so ganz suspekt, doch noch relativ schnell anfangen zu ja, denken und manche, die sehen irgendwas und sind ja dann total panisch und rennen ja dann auch wirklich sofort weg und genau, können eben nicht mehr darüber nachdenken. Es ist eben immer so ein bisschen, ja, wie viel bekomme ich jetzt eben auch eine Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Ein Reiz wird eben zunächst als gefährlich eingestuft, dann erfolgt eine körperliche Reaktion. Eine der vier Fs, es kann eben weglaufen sein, das kann erstarren sein, das kann natürlich auch nach vorne knallen und beißen sein, wenn ich zum Beispiel in einer Ecke eingedrängt bin, noch eben bevor es in den anderen Teilen des Gehirns, nämlich die Großhirnrinde, weitergeleitet wird. Und das ist eben dieses große Problem auch sehr, sehr häufig, also ich sage es eben sehr häufig bei diesen Auslandshunden, die können das gar nicht ja steuern. Und viele, ja eben in dem Fall von diesem Hund, den ich euch ja schon gesagt habe, der zwei Tage in der Box gesessen ist und die Leute das bestimmt also nett gemeint haben, indem die gesagt haben, ach komm da raus und Leckerchen davor. Und dann hat er vielleicht auch ein Leckerchen gegessen, weil am Anfang schmeißt man ja dann auch ein Leckerchen da rein. Und dann haben viele Leute eben dieses Problem, dass die ein Leckerchen in die Hand nehmen und versuchen den Hund ja quasi dann zu locken und rauszuziehen. Genau, aber das ist halt eben dieses Problem. Ich kann da gar nicht meinen Körper eben steuern. Und dann, wenn ich eben die Hand reinlange,
dann kann es eben sein, dass der zubeißt. Und dann, ja, dann sind die Leute natürlich erstmal erschrocken, dann sind die aber auch sehr, sehr, sehr häufig, ja, wirklich sehr, sehr traurig, weil sie ja dann auch sagen, ja, der Hund liebt mich nicht, ich versuche doch alles zu tun, warum ist er denn jetzt nicht dankbar? Die unterstellen ja dann den Hund eben auch eine Undankbarkeit und dann müssen diese Hunde sehr, sehr häufig nach, ja, nach einer Woche weg. Also habe ich sehr häufig, ne? Und ich sage ja, und dann bekomme ich sie oft, das jetzt viele, ne? Und in dem Fall von diesem, wir haben ihn jetzt Gandalf getauft, war das eben auch nach einer Woche, wo dieser Hund den Menschen am zweiten Tag gebissen hat, mit der Hündin nicht klargekommen ist, die muss er da anscheinend attackiert haben. Und ja, genau, er ist dann auch eben nicht spazieren gegangen und wir haben ihn dann bekommen, der kam dann mit einem Fellnasentaxi. Ja, und dann haben wir ihn erstmal 2 Tage separiert und haben den ja einfach mal ankommen lassen und haben ihn erstmal schauen lassen und haben ihn eben nicht überfordert. Ne, und irgendwann noch so, ja, so 2, 3 Tage, ja, hat er dann schon rausgeschaut und dann kam er schon, weil wir ihn eben auch nicht bedrängt haben. Ja, und dann haben wir ihn relativ schnell in die Tierschutzgang reingetan. Hunde kennt er ja, mit Hunden hat er kein Problem. Ja, und jetzt ist er einfach cool. Also er ist wirklich witzig. Ne? Er ist 8 Jahre, er ist witzig. Ich glaube, dass da natürlich auch noch so ein bisschen das Problem ist, dass er nicht so richtig mehr sehen kann. Und vielleicht kommt auch ein bisschen der Altersdemenz schon dazu. Es ist ein großer Hund. Ja, man weiß es nicht. Und wie gesagt, der hat bestimmt aber nicht jetzt gesagt, ich mag dich nicht oder du bist doof oder sowas. Der hat halt einfach reagiert und hat halt einfach geschnappt. In einer extremen Angst- oder gar Panikzustand, da hemmt das emotionale Gehirn eben das tuende und denkbare Gehirn. Deswegen eben sind die Hunde nicht mehr ansprechbar und auch können unwichtige Denkprozesse unterdrückt werden, was dann eben auch zur Folge hat, dass der Hund bereits Erlerntes, wie zum Beispiel ein Sitz oder ein Schau mich an, einfach nicht mehr abrufen kann. Und dann wird den Hunden auch sehr, sehr häufig so eine Sturheit oder ja, der Hund ist dominant, schau mal, da kommt jetzt wieder ein Hund und mein Hund tickt eben aus, weil er eine Angstaggression hat, weil er eben gelernt hat, der Mensch steht ihm nicht bei und der Hund wäre vielleicht die ersten Wochen oder die ersten Tage, Wochen und Monate zurückgegangen, ist dann aber wieder zurückgezogen worden ins Sitz. Nein, Sitz, nein, komm hierher, nein, Fuß. Also er hat quasi mit Flight, mit Flucht keinen Erfolg gehabt. Ja, was soll ich denn dann machen, wenn ich Probleme habe mit XY, wenn ich Probleme mit schwarzen Hunden, wenn ich Probleme mit Radfahrern, wenn ich Probleme mit Joggern habe. Was soll ich denn machen? Also wenn ich nicht weg darf aus der Situation, dann gehe ich eben hin und dann verteidige ich mich eben. Und genau, die erste Reaktion wird halt sehr, sehr häufig übersehen von den Menschen, weil wir eben noch so starr in diesem Muster sind. Der Hund muss Fuß gehen, der Hund darf quasi jetzt nicht ausweichen, der Hund... Ja, wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Dieses, mein Hund ist dominant, weil er aus dieser Situation geht, weil er aus meinem Kommando rausgeht. Ne, und der Hund, wie gesagt, wollte halt einfach nur nett sein. Also viele wollen ja am Anfang nur nett sein. Die haben jetzt nicht per se Probleme und per se Angst vor dem Gegenüber, sondern die wollen nur nett sein. Die sagen, nee, da ist mir die Situation einfach ein bisschen zu eng. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Und das wird, wie gesagt, vielen Hunden verwehrt. Nein, ich habe gesagt Fuß und Fuß ist links und der ist jetzt dominant, weil er rechts geht oder weil er rechts gehen möchte. Und jetzt habe ich vielleicht noch das Puppertier und genau, dann wird er rübergezogen. Und vielleicht noch vielleicht noch bestraft, vielleicht bekommt er dann noch Wasser ins Gesicht oder einen Leinenruck oder. Und das ist, wie gesagt, halt immer ein großes Problem. Und ich sage halt immer zu meinen Leuten, ihr habt einfach noch Zeit. Bewertet doch selber erstmal die Situation. Schimpft doch nicht sofort, reißt doch nicht den Hund sofort rüber. Wenn der jetzt von mir aus, also stellt euch jetzt eben die Situation vor, mein Hund geht gerade auf der rechten Seite und auf meiner linken Seite kommt mir jetzt ein Jogger entgegen und ich habe meinen Hund eben gemanagt. Ich nehme ihn auf die rechte Seite und mein Hund ja, hat heute einen Hüpfi-Tag und springt halt umeinander und sagt, cool, da kommt ein Jogger und er möchte hinspringen. Dann kann ich ihm doch nicht sagen, hey, du gehst jetzt nicht hin zu dieser Situation. Kann ich ihm doch nicht sagen. Aber wenn jetzt mein Hund auf der linken Seite geführt wird und er hat heute vielleicht einen Spooky-Tag und links kommt dann aber auch gerade noch der Jogger und mein Hund möchte weggehen,
Ja, dann sage ich ihm doch nicht nein, sondern dann sage ich doch toll, super, du bist prima. Ich habe das jetzt leider nicht gesehen für dich. Ich habe da vielleicht jetzt irgendwie geschlafen. Ich habe vielleicht aber auch für dich die Situation jetzt nicht so schlimm angesehen, weil wir sind jetzt schon an 300 Joggern vorbeigegangen. Okay, heute kam halt eben Tag X. Heute hast du ein Problem mit diesem Jogger. Hey, toll, dass du weggehst aus dieser Situation. Und wie gesagt, das ist halt immer dieses große Problem. Und wenn der Hund eben nicht weggehen darf und dann natürlich geschimpft wird und dann natürlich, sage ich ja, ein Leinenruck und rübergezerrt und ich bin wütend und ich stelle mich noch vor dem Hund und ich blocke ihn noch ab. Ja, irgendwann bin ich dann natürlich in diesem guten Gefühl, in diesem negativen Gefühl. Mein Hund entwickelt ja eine Furcht, eine Unsicherheit gegenüber diesem Reiz. Und dann kann es eben sein, dass eben gar nichts mehr funktioniert. Dass der Hund dann einfach sagt, oh, da hinten kommt ein Jogger, ich weiß, da geht es jetzt los. Oh, fuck, was soll ich machen? Geht ins Meiden und dann eben geht kein Sitz mehr, geht kein Schau mich an mehr, geht gar nichts mehr einfach. Und das finde ich dann, wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr blöd für die Hunde, wenn denen dann eben noch unterstellt wird, oh, ich habe jetzt einen, ist egal, wo der ist, ein Ritschbergrüde, 9 Monate, unkastriert, der wird jetzt bestimmt dominant. Schau mal, der gehorcht jetzt gerade nicht mehr. Ich habe gesagt, sitz. Genau, weil wir eben einen unsensiblen Besitzer haben, der das eben nicht gemerkt hat, dass sein Hund hier Probleme hat, dass sein Hund die Stresssignale zeigt. Ja, und dann beginnt der Teufelskreis. Dann wird der Hund einfach Druck ausgesetzt. Der Hund weiß ja gar nicht, warum. Nur weil er jetzt 9 Monate ist, ein Rhodesian-Ritschbeck-Rüde ist, unkastriert ist und jeder jetzt auf einmal Probleme hat und Angst bekommt, eben als Besitzer, ja, dass er dominant wird, dass man ihn irgendwann nicht mehr halten kann. Und dann bekommen die Hunde Druck, 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 Druck. Und das ist natürlich nicht mehr so gut. Der Druck bekommt dann oder Druck erzeugt automatisch Gegendruck. Oder ich bekomme irgendwann mal einen Hund, der dann in einer erlernten Hilflosigkeit ist und dann halt einfach sagt, ja, okay, ich lasse alles einfach nur noch über mich ergehen. Und das wird aber wiederum dann auch sehr, sehr häufig als, guck mal, mein Hund ist erzogen, ja, eingestuft, was dann natürlich auch sehr, sehr, sehr schlimm ist. So, schauen wir mal eben in den Chat. Tina, meine Hündin wurde auch 2-mal zurückgegeben, nur weil sie nicht aus der Dogbox wollte. Fürchterlich, ne? Ganz schlimm. Ich habe so viele Hunde. Ja, die gehen dann mal 1 Meter aus der Box und gehen dann halt wieder rein. Und dann bieseln sie halt einfach auch in die Box. Wo ist denn jetzt das Problem? Also einfach Zeit lassen. Ich finde das immer so schlimm. So hatte sie dann gleich mehrere Situationen und hatte gar kein Vertrauen mehr. Ja, genau, die Hunde haben dann einfach kein Vertrauen mehr. Und wenn ich mir das eben vorstelle, ja, ich bin jetzt in so einer Sache und ich möchte vielleicht jetzt auch mal nicht aus meinem Auto raussteigen. Mir ist das auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich irgendwo hingefahren bin. Ich sage ja, ich habe ein Problem mit Nacht. Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, nee, da hinten ist irgendwas. Ich will jetzt gerade nicht aus dem Auto raus. Ach komm, ich warte noch 5 Minuten. Ja, und wenn mich jetzt da irgendjemand gezwungen hätte und mich jetzt einfach Tür auf und rausgezogen hätte, den hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt, nee, lass das oder sowas. Und deswegen bin ich jetzt nicht automatisch dann auch zickig oder böse oder undankbar. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Unterscheidung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst immer unterscheiden. Ja, hat denn jetzt der Hund wirklich eine Angst? Hat der Hund eine Furcht, eine Unsicherheit? Ich weiß, es ist von Haus aus immer Angst. Man sagt halt immer, der Hund hat Angst. Aber man muss das schon so ein bisschen hier ja, unterscheiden. Hat er denn jetzt wirklich eine Realangst? Ist es objektbezogen? Ne, also das ist ja immer auch noch eine gute Ausgangssituation, wenn mein Hundetrainer ist, wenn mein Hund eben eine objektbezogene Unsicherheit hat, wenn eben diese furchtauslösende Situation eingeordnet werden kann. Mein Hund hat jetzt wirklich eine Unsicherheit Hunden gegenüber oder schwarzen Hunden gegenüber. Oder mein Hund hat jetzt eine Unsicherheit Kindern gegenüber oder mein Hund hat Unsicherheit Autos gegenüber. Ich meine, dann weiß ich halt eben, ja, wo denn dieser Auslöser ist. Und der Hund ist meistens, außer er hat jetzt die übersteigerte Form davon, der Hund ist dann noch psychisch und körperlich in der Lage, den Reiz zu erliegen. Die Reaktion kann sein, gegebenenfalls Erforschen des Objektes, natürlich so ein bisschen offensives, defensives Verhalten. Also ne, so ganz lang machen, hingehen, dann wieder wegzucken, damit da 5 Meter nach hinten springen, dann vielleicht doch hingehen, dann weglaufen, anbellen, stehen bleiben. Ne, also
je nachdem, was ich halt einfach für einen Charakter auch habe. Und natürlich, welche von diesen vier Fs denn auch für meinen Hund tatsächlich auch in der Vergangenheit gut war oder beziehungsweise was er ausleben durfte oder was ich dann für meinen Hund einfach als sinnvoll in der Vergangenheit für ihn halt eben sinnvoll war. Hormonbeteiligung, Adrenalin für die Flucht und Noradrenalin gegebenenfalls für den Kampf. Und meistens ist es eben bei der Unsicherheit so, die Reaktion endet, wenn die Bedrohung endet. Also heißt, wenn mir jetzt eben ein Jogger entgegenkommt, mein Hund hat eine Unsicherheit gegenüber Joggern und der Jogger ist jetzt auf gleicher Höhe, dann ist eben die Unsicherheit meistens dann am größten. Der Jogger entfernt sich wieder, ja, dann kommt es jetzt eben auf die Situation noch an. Manchmal ist es nach 10 Metern weg, manchmal ist es nach 50, manchmal ist es dann nach 100 Meter. Aber in der Regel fangen die Hunde dann wieder zum Schnüffeln an. Die Hunde sind dann relativ schnell wieder in dem normalen Verhalten. Außer ich gehe jetzt natürlich auf so einer Joggingmeile und mir kommen jetzt da jede 200 Meter dann Jogger entgegen, dann kommt der Hund natürlich nicht mehr raus. Dann habe ich die Phobie, das ist eben die krankhaft gesteigerte Form von Furcht. Ist natürlich biologisch ohne Funktion, das ist der Situation auch nicht angepasst. Oft ist es dann wenig Reiz und viel Reaktion. Also ich sage ja, der Mensch, der jetzt vielleicht noch 100 Meter entfernt steht und es ist viel Reaktion. Der Hund fängt da schon an zu zittern, der Hund fängt da schon an zu bellen, der Hund fängt dann schon an wegzuziehen oder hinzuwollen. Ne, aber es ist, wie gesagt, wenig Reaktion. Also schon auf 100 Meter beginnt es. Langanhaltende Reaktion, der Hund ist dabei nicht mehr ansprechbar. Verhalten, Flucht eben, wenn möglich, in einer Art Starre fallen. Und Phobien ist natürlich das Problem, ist äußerst behandlungsresistent. Dann habe ich eben dieses richtige Angst, also im Fachjargon, diese richtige Angst, das ist objektunbestimmt. Also die furchtauslösende Situation kann nicht eingeordnet werden. Was meine ich jetzt damit? Also denkt euch jetzt vor, ihr seid im Kino und ihr schaut euch jetzt da gerade irgendwie so ein Krimi an. Und Angst ist es, ja, das machen die ja dann auch so richtig toll, dunkles Zimmer, komisches Licht. Dann kommt doch auf einmal diese ganz, ganz komische Musik in der Regel. Und man weiß es halt einfach nicht. Was kommt jetzt? Steht jetzt da auf einmal ein Zombie in der Ecke oder kommt jetzt jemand von vorne oder kommt jetzt auf einmal von hinten und nimmt mich in den Schwitzkasten oder ne, ist gar nichts. Ne? Es ist ja, wie gesagt, dieser meistens eben dieser dunkle Raum, dann ist die Kameraeinstellung anders und eben diese Musik, diese blöde Musik, die noch dann immer ist. Und das ist tatsächlich eine Angst. Oder ihr geht in einen Raum rein und ihr riecht irgendwas und ihr könnt es jetzt vielleicht nicht so zuordnen. Und ihr denkt euch, irgendwas ist da anders. Oh, ich kann das jetzt irgendwie nicht zuordnen. Was ist das? Ist das jetzt der Geruch? Ist das, oh Gott, mehr, keine Ahnung. Und das ist tatsächlich Angst. Wenn ihr dann den Lichtschalter gefunden habt und ihr macht es auf, ihr könnt zum Beispiel jetzt diesen Geruch jetzt irgendetwas zuordnen, weil jetzt da tatsächlich der Tiger in der Ecke steht, dann wechselt ihr sofort eben auf diese Unsicherheit, weil dann ist es ja objektbezogen, ihr habt den Tiger gesehen oder ihr habt den Einbrecher gesehen oder ihr habt XY gesehen. Ne? Ist mir tatsächlich einmal passiert, ich bin in meine Hundeschule gefahren, wobei, wie gesagt, Hundeschule, es ist jetzt nicht klassisch einfach Hundeschule, sondern es ist eben ein großes Grundstück, da ist auch ein Privatbereich. Ja, und es war ein Fenster eingeschlagen und es war wirklich, ich komme um die Ecke und dann sehe ich da so einen Hocker und dann denke ich mir so, hä? Und dann war auf einmal diese Angst, was ist da, was ist da, was ist da? Und dann, ne, und das ist ja dann eben so auch zeitverzögert, so auf einmal, okay, da waren ja eben diese Glassplitter und auf einmal gucke ich nach oben, fuck, so, okay. Dann war ich eben noch Angst, das war absolutes Angstgefühl. Ich habe gemerkt, oh Scheiße, es ist bei mir jemand eingebrochen. Und jetzt wusste ich ja nicht, ob dieser Mensch ja noch da ist. Also Objekt unbestimmt, dieses Furchtauslösende. Und hinter welcher Ecke steht der jetzt? Wenn ich jetzt nach hinten gehe, ist der vielleicht das auf dem Parkplatz, steht er vielleicht an meinem Auto. Ne? Und das ist eben Angst. Und dann bin ich beziehungsweise habe meine Eltern dann angerufen, die sind dann gekommen, wir sind dann gemeinsam in die Halle gegangen, dann war da nichts, okay, alles ganz easy peasy.
Aber das war, wie gesagt, diese furchtauslösende Situation, die ich einfach nicht einordnen konnte. Angst ist klassisch eben auch diese Gewitterangst. Keine Zuordnung möglich. Also diese Blitze, die da sind, dieser Donner von allen Seiten, diese komische einfach Atmosphäre durch diese elektrischen Schwingungen. Was wirklich auch Angst ist, ist eben auch eine Gewitterangst, weil da passt ja auch alles, ne? Man kann es eben nicht zuordnen, man kann dieses Geräusch nicht zuordnen. Kommt es jetzt von rechts, kommt es von links? Manchmal ist es dumpf, manchmal ist es ja in dieser Sequenz, manchmal ist es heller, manchmal ist es buff, 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 fünfmal hintereinander. Manchmal ist nur ein Bamf, Knall. Dann kommen bei manchen eben diese Blitze, die am Himmel sind. Dann dieser Geruch. Man kann es einfach nicht einordnen. Das ist tatsächlich Angst. Deswegen ist es ja auch so schlimm für unsere Hunde. Die Hunde scannen dann zum Beispiel auch diese Umwelt nach einer möglichen Gefahrenquelle, weil man ja, wie gesagt, dieses konkrete Objekt ja noch nicht gesehen hat. Es könnte ja eben quasi überall sein. Also man dreht sich ja dann auch sehr häufig schnell um, ob das tatsächlich hinten ein ist. Der Hund ist psychisch und körperlich nicht mehr in der Lage, den Reiz zu erliegen. War ich auch nicht mehr. Ich habe nicht mehr wirklich denken können. Also damals, als sie mir diese Scheibe da eingeschlagen haben, ich war so, oh Gott, und soll ich hinter, soll ich vor? Ich habe bloß gemerkt, bum, 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 Herz ging. Ich habe zum Schwitzen angefangen. Ich habe Zittern kam tatsächlich erst später. Ne, irgendwann, ja, gehst jetzt zurück. Ja, da könnte ja auch noch sein, Handy gezogen, irgendwie Mama, irgendwie irgendwas zu der Mama am Telefon. Mama, Die kam dann auch gleich, obwohl sie ja gar nicht wusste, was ich überhaupt sagen wollte. Genau, und da haben wir eben die Hormonbeteiligung, auch dieses Cortisol. Also absolut, da ruft man die Polizei. Da kam ich nicht mehr drauf. Polizei war das Letzte, an was ich gedacht habe. Also das haben wir dann natürlich danach geholt. Aber erstmal war tatsächlich so, Mama, das war wirklich bei mir so, Mama. Hormonbeteiligung, Cortisol. Und es ist eben sehr schwer zu trainieren, da man kein bestimmtes Trainingsobjekt hat. Nur Steigerung des allgemeinen Selbstbewusstseins ist dann möglich. Und da ist es halt eben dieses große Problem, ja, weil ich es natürlich auch nicht so richtig trainieren kann. Also ich hoffe ja zumindest, dass jetzt jeden Tag eine Scheibe bei mir eingeschlagen ist und dass jetzt nicht jeden Tag ja tatsächlich Gewitter ist, weil das ist bei mir auch echt schlimm. Gewitter in der Wohnung, kein Problem. Gewitter draußen kriege ich voll Probleme, wenn ich schon diesen Wind habe. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich auch dieser Wind und einfach so diese ja, Kraft, die dieser Wind dann hat. Und wenn du dann schon siehst, dass der Sonnenschein schon weg ist und dass das ist bei mir ein ganz, ganz komisches Gefühl einfach. Und genau, deswegen Steigerung des allgemeinen Selbstwertgefühls. Vielleicht sollte ich mich mal vielleicht auch mal selber klickern, dass ich mich dann vielleicht in dem Moment auch mal klickern kann. Und es ist auch sehr häufig erlernt. Panik kann man dann wieder diese krankhaft gesteigerte Form von Angst setzt dann eben in Lebensgefahr ein, ebenfalls Cortison gesteuert, extremes Hecheln, Speichern, Erbrechen, Einkoten. Ja, wenn die Hunde wirklich einkoten, wenn die dann ja eben in dieser Box sind oder man drückt die in die Ecke oder die werden in die Ecke gedrückt und die bieseln auf einmal unter sich, die urinieren und sich wirklich diese Todesangst. Und ein in Panik geflüchteter Hund, ja, der findet auch den Weg nicht mehr zurück. Und deswegen haben wir ja auch sehr häufig dann Silvester, ja, diese Hunde, die dann tagelang unterwegs sind, die man dann auch wirklich einfangen muss, ja, die finden es nicht mehr zurück. Die laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Anders als natürlich ein Hund, ja, der ein Reh hinterherläuft. Der findet in der Regel auch die Spur dann wieder zurück. Ängstlichkeit, das ist natürlich ganz schlimm, nämlich so ein Hund, der dann so einen anhaltenden Zustand von der Angst hat, Folge Dauerstress, und wo sich das dann eben auch steigert. Und durch dieses Cortisol sind die halt einfach dann auch dünnhäutiger. Ja, und dann kann neben einer Gewitterangst, kann dann auch, ja, wirklich so der Nachbar schlägt die Tür vom Auto zu, weil jetzt vielleicht wirklich 3 Tage hintereinander Gewitter war. Und ich bin schon einfach dünnhäutiger und ich merke schon wieder diese Elektrizität als Hund. Ich merke schon wieder diesen Wind. Und ja, und jetzt habe ich da halt einfach so viele Nachbarn und die schmeißen die Autotüren zu. Dann kann es eben auch sein, dass ich da einfach eine Problematik mit Autotüren bekomme. Denn dann genau an diesem Tag fällt mir jetzt auch noch der Teller als Besitzer runter und der zersprengt auf meinem Fliesenboden. Genau, und dann kann einfach sein, dass ihr irgendwann mal einen Hund bekommt, der natürlich
eben als Individuum vielleicht schon nicht das mit dem größten Selbstbewusstsein ist. Oder eben also ein Auslandshund, der vielleicht im Ausland ein total coole Breze ist. Das passiert ja auch sehr, sehr häufig, dass die ja beschrieben werden als XY. Also ganz viele, ich habe jetzt tatsächlich 3 sitzen bei mir, oder was heißt sitzen, ich habe 3 bei mir in der Hundepension. Ja, da hieß es, Janne, die hatten null Probleme mit Ressourcen. Und bei mir, ja, haben sie dann halt einfach, oder hier in Deutschland, haben sie dann alles geknallt und deswegen sind sie dann eben zu mir gekommen. Ja, also eben unser Krabat, unser Michel, war angeblich, also da muss man ja natürlich auch wieder angeblich sagen, vielleicht hat es natürlich auch der Tierschutzverein wieder so ein bisschen verschönert, aber ich will jetzt nicht immer jedem da auch gleich sagen, oh, alles verschönert. Ja, und angeblich hat er da keine Probleme gehabt, wurde da ja auch tatsächlich in der Gruppe gehalten, kam dann zurück, also hierher nach Deutschland, sag ja, große, weite Reise hinter sich, unter ja doch oftmals engen Bedingungen und oder die Hunde werden in irgendwie ein Flugzeug reingestopft, kriegen dann vielleicht noch ein falsches Sedierungsmittel, kriegen alles mit, sind bloß halt eben muskulär gelähmt, kommen nach Deutschland, Kinder da, wobei, wie gesagt, Kinder, ist ja logisch, dass die Kinder ja dann auch vor diesen Boxen sitzen. Genau, also. Und dann passiert eben XY, dann passieren vielleicht sehr viele Geräusche, dann kommt eben vielleicht noch gerade diese Situation Gewitter und dann habe ich einen Hund, der vielleicht einfach echt so eine Geräuschproblematik hat, ängstlich wird. Wir hatten auch schon mal einen Hund, der tatsächlich Probleme mit Heißluftballons hatten und alles, was so ein bisschen oben war, ne, also irgendwie so Heißluftballon ähnlich, irgendwie ein Ballon oben oder. Ja, und der hat das dann tatsächlich auch eben auf andere Dinge bezogen. Und der ist dann mit einer Ängstlichkeit, ja, leider Gottes, durchs Leben gelaufen, hat immer so geguckt, okay, wo ist wieder was über mir, oh Gott. Das ist dann tatsächlich diese erlernte Angst. Und es besteht auch da ein Zusammenhang bei Magendrehung und Ängstlichkeit durch den Stress. Körpersprache, ja, was sieht man denn sofort bei diesen Hunden? Sofort sieht man so eine angespannte Gesichtsmimik mit angelegten Ohren, starken Hecheln inklusive Speicheln. Dieses Ohrenspiel, ja, das ist dann auch mal so unwillkürlich, heißt, kann er mal nach vorne gehen, kann er wieder nach hinten gehen, total angelegt, kann dann auch seitlich gehen, Kopf wegdrehen, Blick abwenden, die Pupillen verändern sich, Lefzen schlecken ganz, ganz, ganz häufig. Aber jetzt nicht, um das Gegenüber irgendwie zu beschwichtigen, sondern es ist halt einfach meine Entstressung, so ähnlich auch. Ja, wenn ich jetzt gestresst bin und jetzt zum Beispiel einen Kugelschreiber nehme und den Kugelschreiber die ganze Zeit, ihr kennt das ja, klick auf, ne, die ganze Zeit, ihr kennt vielleicht manchmal, ne? Wenn mal irgendjemand bei euch im Seminar sitzt und dann die ganze Zeit so mit einem Kugelschreiber und du denkst das schon jetzt. Und ich fange dann zum Beispiel auch sehr, sehr häufig zum Wippen an. Also ich überkreuze da meine Beine und fange dann zum Wippen an. Das ist zum Beispiel bei mir so ein Stresssignal. Geduckte Körperhaltung, Nacken und oder Rückenhaare können dann sehr wohl auch aufgestellt werden. Die Leute sagen dann immer, mein Hund ist total aggressiv. Ja, wie meinst du das? Warum? Ja, der hat die Nackenhaare und die Rückenhaare aufgestellt und das ist doch dann immer, wenn die Hunde so böse sind. Nee, es ist nicht erregt. Also Nackenhaare aufstellen ist einfach eine Erregung. Muss nicht unbedingt immer mit Aggression. Kann natürlich sehr wohl sein, dass mein Hund mal aggressiv ist, aber wie gesagt, es ist Erregung. Der Schwerpunkt nach hinten, die Hunde tänzeln auf der Stelle, die stehen einfach jetzt nicht hinten sehr stabil, sondern die nehmen immer wieder eine Pfote hoch und ja, dann die Pfote hoch und tanzen dann öfter mal auch auf der Stelle und eingeklemmte Rute. Und wie gesagt, man muss da halt immer schauen, viele, viele Leute, die zu mir eben kommen und sagen, ja, Diane, mein Hund hat total Angst vor anderen Hunden. Nee, sehe ich oft keine Angst, weil der die Ohren total nach vorne hat, der schaut das Ziel direkt an, man hat hier auch kein Weiß in den Augen, die Rute steht, der ist im Schwerpunkt nach vorne, der steht hinten sehr breitbeinig und sehr, sehr, sehr stabil da und du denkst, nee, der hat jetzt da keine Angst vor dem anderen Hund. Doch, das ist ein
Hund, den ich aus zweiter Angst hatte, der bellt, weil er bestimmt Angst hat. Der hat es bestimmt ganz, ganz schlecht gehabt. Noch einmal, dieser Hund zeigt aber keine Angstsymptomatiken. Doch, der hat Angst. Oder der Klassiker, mein Hund ist dem Jogger hinterhergelaufen, weil er Angst hat. Okay, spannend. Weil wenn ich jetzt vor irgendwas Angst habe, dann mache ich eigentlich eine Distanzvergrößerung. Also heißt, klar kann ich mal schnell, wenn das mich bedroht, hin und in Anführungszeichen dann mal wegbeißen oder wegbellen, aber um eine Distanzvergrößerung zu haben. Aber wenn doch der Jogger, weiß ich jetzt nicht, auf schon 100 Meter weiter entfernt ist und ist schon eigentlich weg, warum soll ich denn eine Distanzvergrößerung haben wollen? Beziehungsweise mein Hund läuft ja dann auch hinterher, obwohl ja schon eine Distanzvergrößerung da war. Nee, ich glaube nicht, dass der so Angst hat. Außerdem schaut dein Hund nicht aus, als ob der da Angst hat. Und als er da war und gezwickt hat, tut mir leid, da hat dein Hund aber nicht jetzt einmal zwick und springt zurück und kommt zurück, sondern der ist da noch nachgelaufen. Oder auch sehr häufig habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ja, mein Hund läuft zum Jogger hin, weil er so Angst hat. Ja, was macht er dann? Ja, er umkreist den Jogger. Ja, du hast da aber auch einen Berner Senner, der einfach auch zum Wachen da ist. Oder du hast jetzt da einen Border Collie. Oder du hast jetzt da einen Hütehund, der umkreist. Der hat da keine Angst. Doch, doch, mein Hund macht es nur, weil er Angst hat. Ne, das ist halt, wie gesagt, sehr schwierig, weil es sind dann natürlich eben auch die Emotionen der Besitzer dabei. Und natürlich möchte ich jetzt lieber einen ängstlichen Hund, als vielleicht jetzt einen kleinen Arsch dazu haben. Das ist mir auch klar. Und natürlich ist es besser, wenn mein Hund jetzt tatsächlich dem Jogger hinterhergelaufen ist und der Jogger sich umdreht und sagt, hey, was soll denn das? Können Sie Ihren Hund jetzt nicht anbinden? Und ich sage jetzt, ja, mein Hund hat Angst gehabt. Dann ist es natürlich was anderes. Als wenn ich sage, es tut mir leid, mein Hund hat jetzt da aber gerade, ja, der war jetzt frech und der war jetzt einfach bloß unerzogen. Weil dann kann ich ja natürlich sagen, ja, dann nimm deinen Hund an die Leine, wenn der unerzogen und nicht erzogen ist und jetzt gerade frech ist. Genau, anstatt wenn dann Angst, ach ja, ach, ihr Hund hatte Angst, ja, dann wird das halt eben sehr, sehr leicht akzeptiert. Ne? Und deswegen auch jede Situation, das sage ich ja auch immer, und sehr viele Videos machen. Ich kann am Anfang immer nur jeden raten, macht aus jeder Situation Videos von euren Hunden. Ist egal, wie unbedeutend sie dann wirklich dann ist. Ob jetzt so euer Hund zum Beispiel einen Kauartikel kaut oder euer Hund jetzt in den Garten gelassen wird und Pipi macht, macht doch da einfach mal Videos und schaut euch mal die Videos 3 Tage hintereinander an. Ah, okay, an dem einen Tag, ja, da ist er raus, hat Pipi gemacht und ist sofort wieder reingekommen. Am nächsten Tag ist der Hund rausgegangen und hat vielleicht schon gescannt. Dann ist er vielleicht anders zum Pipi machen gegangen. Ist er vielleicht steifer zum Pipi machen gegangen und dann ist er reingekommen. Und beim nächsten Mal, ja, da ist er im Garten und hat tatsächlich vielleicht mal die Rute geklemmt und hat tatsächlich mal, ja, die Ohren zurückgenommen und irgendwo Blick weggedreht und wollte jetzt partout nicht Pipi machen, weil da jetzt vielleicht irgendwie ein komisches Geräusch im Garten war und die Leute, jetzt geh halt da und jetzt mach jetzt Pipi und böser Hund und etc. Und dann wird dann noch geschimpft, wenn der Hund dann vielleicht 5 Minuten später in die Wohnung reinbisselt. Also ihr müsst halt einfach das lernen, tatsächlich die Körpersprache zu sehen. Und ich sage, jede unbedeutende Situation oder jede unbedeutende Körpersprache ist trotzdem bedeutend, weil der Hund, genauso wie wir machen nichts, weil wir jetzt nichts machen. Also es ist egal, was wir machen. Ne? Wenn wir jetzt jemandem gegenüberstehen, dann und ich zum Beispiel mich räuspel oder den Blick eben zur Seite oder jetzt mich ganz schnell am Nacken kratze, dann mache ich das zwar unbewusst, aber ich sende trotzdem einfach Signale. Und das ist halt wichtig. Und wichtig ist, einfach mal alles neutral zu bewerten. Okay. Nicht immer, ja, mein Hund war jetzt dominant oder mein Hund, das hatte ich jetzt auch letztens wieder in der Hundetrainerausbildung, da sollten wir ein Video oder meine Hundetraineranwärter sollten ein Video einfach mal bewerten. Und ja, und dann kommt immer, ja, ich denke das und ich denke was. Leute, nicht denken, einfach mal anschauen und wirklich mal schauen. Aha, der Hund geht mit durchgestreckten Beinen dahin. Der Hund hat die Ohren nach vorne. Der Hund hat den Blick nach vorne. Der Hund, der stellt die Nackenhaare. Oh, die Rute ist waagerecht. Der Schwerpunkt liegt auf dem vorderen rechten Beinchen. Die Hinterbeine sind weit auseinander. Na, also einfach mal den Hund zerpflücken,
in Anführungszeichen, ne, was er hat. Er hat eine Rute, er hat eine Schnauze, er hat einen Blick, er hat Ohren, er hat Beine, er hat ein Fell. Ne, er kann irgendwo hingucken und er kann weggucken. Und das ist eben so wichtig, dass ich da einfach mal sensibel bin. Und genau so schaut halt tatsächlich dann auch ein Hund aus, der entweder jetzt Angst oder eine Unsicherheit hat. In dem Falle weiß ich natürlich, was war, aber das ist ja jetzt für die Sache egal. Also das war tatsächlich eine Unsicherheit bei diesem Hund. Aber wie gesagt, es ist wichtig, ne, dass ich das dann eben schnell erkenne, dass ich das eben auch schnell erkenne. Oh, da geht jetzt mein Kind zum Hund hin oder zeigt mir jetzt aber solche körpersprachlichen Signale. Kind, komm mal weg vom Hund. Wichtig. Ich muss das managen. Es kann sein, dass das 10-mal einfach gut läuft. Es kann aber einfach beim 11. Mal, warum auch immer, dass der Hund sich wirklich erschreckt. Oder dass der, wir haben jetzt zum Beispiel unseren Perdenko, unseren Pico da, keine Probleme mehr mit uns. Der hat uns ja am Anfang sehr häufig attackiert auch. Der hat auch Maulkorb drauf, aber der hat immer unten angefangen und hat sich dann mal einmal bis oben durchgearbeitet. Der hat uns sehr, sehr häufig attackiert. So, mittlerweile gehen wir rein, der kommt, wir langen ihn irgendwo an. Kein Thema mehr. Und letztens, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ob es die Nina war oder die Isabel, ist mit einem Gegenstand reingegangen. Ja, also Kackschaufel kennt er mittlerweile, das ist auch kein Problem mehr. Aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was war das? Ist eine Hundedecke oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also sie ist dann auf jeden Fall reingegangen mit dem Gegenstand und hat so nebenbei eben den Hund angelangt, ja, wie wir es immer machen. Oder sie wollte den Hund anleinen. Warte, das ist der Chat, das ist jetzt bestimmt. Körbchen. Genau, die Nina hat geschrieben, genau, ein Körbchen war es. Genau, also sie wollte dann quasi in das Zimmer ein neues Körbchen reintun, genau, und ist da halt eben reingegangen. Ja, und so nebenbei hatte sie das Körbchen, wo so nebenbei hat sie eben den Pico angesprochen, hat die Hand ausgestreckt. Ja, der ist völlig durch ausgerastet und ist wieder ins alte Schema gefahren. Also uns kennt er, aber eben beim Körbchen hat er halt einfach wieder ein wahnsinnig großes Problem gehabt. Aufgrund dessen haben wir jetzt dann natürlich, oder es ist nämlich auch jetzt tatsächlich gewesen, wir hatten einen Hund, der massive Probleme mit Hunden und mit Menschen hatte, jetzt in der Hundepension. Die sind dann auch immer abgesichert über Maulkorb. Die gewöhnen sich relativ schnell auch an uns und der liebt uns jetzt. Also die 14 Tage Hundepension haben den Hund richtig, richtig gut getan. Der ist jetzt nicht neutral zu Menschen. Leider Gottes ist er jetzt ein bisschen aufdringlich zu Menschen, aber im positiven Sinne so, oh, der ist Mensch und möchte gleich hin und springt jetzt halt in die Leine. Nicht mehr wie früher so, hau ab, sondern wirklich so, hey, cool, er ist ein Mensch und der ganze Hund wackelt und der ganze Hund wedelt und richtig glücklich gestimmt, ne? So richtig freudig gestimmt, wie so ein kleiner Welpe. So, ah, toll. So, und wir kennen den und alles cool. Und er darf jetzt auch bewusst zu Hunden und zu Menschen hin. Also wir sind da gänzlich aus der Erziehung jetzt komplett rausgegangen. Und er darf da auch hin und die Besitzer lassen dann auch die Leine los und jeder füttert den Hund nur noch und jeder spricht ihn nur noch nett an. Und na, dass das jetzt endlich einfach mal toll ist, aus diesem Negativen einfach mal was Positives. Und genau, und jetzt war der am Samstag oder am Sonntag im Training und ich hatte eine Jacke dabei. Genau, und die Jacke hatte ich mir dann ausgezogen und hatte die über die Schulter gehangen und die ist mir dann so ein bisschen runtergefallen und ich habe die dann auch aufgefangen und habe die dann hinter mir so hergezogen, diese Jacke. Ich war der sofort wieder skeptisch. Ich bin dann an dem vorbeigegangen, an diesem Hund und ich dann so wieder zu ihm so, hey Putzi, und ich habe nur eins gemerkt. Ich habe die Augen gesehen, ich habe die Blickvermeidung gesehen, der ist im Schwerpunkt hinten gewesen, Rute geklemmt, Ohren zurück. Dann habe ich mir auch erst gedacht, so, hä, was ist denn jetzt da los? Versteht das jetzt gar nicht. Ich bin noch, vor 10 Sekunden da schon vorbeigegangen und da stand er noch, cool da und gehe dann vorbei und denke mir so, hä, was war jetzt das? Habe aber sofort einen Bogen gemacht, habe sofort Blickvermeidung auch gemacht, bin auch weggegangen, habe erst mal so, hä, bin dann nochmal vorbei, habe ihn wieder nett angesprungen, gleiches Verhalten. Und dann auf einmal so, ey krass, ich habe eine Jacke in der Hand. Ne? So eine Jacke eben, die ich hinter mir hergezogen habe. Da habe ich die Jacke weggelegt, bin dann wieder zu ihm hingegangen, habe ihn angesprochen, also natürlich auf Abstand, so auf 2-3 Meter, habe ihn angesprochen.
Er ist so skeptisch und dann hat er mich nochmal beobachtet, so, hey, cool. Und auf einmal war der wieder da, ne? Und hat wieder gewedelt und ist wieder zu mir und war dann wieder völlig cool. Und das Coole ist aber jetzt, dass der nochmal zu uns in die Pension kommt und da habe ich jetzt schon gesagt, da werden wir jetzt auf alle Fälle mit Gegenständen arbeiten, ne? Dass wir halt wirklich mal reingehen mit so einem Körbchen und wieder rausgehen und mit so einer Jacke und wieder rausgehen. Ja, und dann mit dem Besen und wieder rausgehen, ne? Dass der sich einfach jetzt mal an fremde Menschen und eben ja, mit irgendwelchen Gegenständen ja, gewöhnt. Und da ist es, wie gesagt, wichtig, jede Situation neutral bewerten. Jetzt nicht überbewerten, jetzt nicht übertutteln, aber wie gesagt, sofort auch reagieren. Und ich habe dann auch sofort zu dem Mann gesagt, jetzt, ne, jetzt ja nichts sagen, auch wenn er jetzt nach vorne knallt, ja nichts sagen, der hat jetzt ein massives Problem mit mir. Und genau, und danach, wie gesagt, war er wieder völlig okay. Aber, und das ist auch wieder ganz wichtig, genau hinschauen und auch eben immer dieses neutrale Bewerten. Und da habe ich jetzt ein Video. Das muss ich aber schnell stoppen, weil ich jetzt nämlich mein Häkchen wieder für die Videos setzen muss. Das ist eine Situation, wartet mal, die war bei am Hundestrand, oder was heißt am Hundestrand? Das ist, wie gesagt, am Mooshandelweiher bei uns. Das ist ein Weiher, wo Hunde hin dürfen. Und das ist eine bekannte Hündin von mir. Wir gehen öfter mal spazieren. Und das ist hier, glaube ich, meine Easy. Und da seht ihr auch noch meine Federn gleich, weil am Anfang hatten die zwei, also meine zwei Hunde, wirklich ein Problem hier mit der. Und ihr werdet einfach auch gleich sehen, warum die ein Problem mit der hatten. Ja, weil die halt einfach rotzefrech ist. So, die hat jetzt hier diese Haskehündin, hier so einen Gegenstand im Maul. Und ja, und hat dann halt eben so ein bisschen provoziert und springt dann auch umeinander und ja, ist dann halt sehr, sehr, sehr quirlig und war halt einfach so völlig drüber. Und das, da packt meine Easy, meine Herdenschutzhündin, überhaupt nicht. So, und meine Herdenschutzhündin hat ihr dann mal kurz eine mitgegeben hier. Hat sie kurz mal zur Seite geschoben. Also jetzt das Video zu. Genau, also. Und hat mal kurz gesagt, hey, hau ab. So, und dann ist meine Schäferhündin dazugekommen. Und jetzt schaut es euch an. So, dieses auch klassische Nackenhaare aufstellen. Und naja, so Rute hier unten. Und die macht aber immer so einen auf Mimimi. Weil schaut's mal, die hat einfach hier ihren Ball hier in der Schnauze. Hier ist übrigens ihre Besitzerin. Da rennt sie dann auch immer sofort hin. Aber jetzt nicht so wirklich beschützend, sondern auch vor die Besitzerin hinstellen. Ihr seht auch, die beschützt tatsächlich auch diesen Ball jetzt. Habt das vielleicht gerade gesehen, auch bei diesem Setter. Warte, ich mache es nochmal hier zurück. Also sie liegt jetzt hier am Boden, der Setter kommt. Da, und dann wird auch sofort dieser Ball hier so, ne, wird kurz mal der Setter angeknurrt, wird auch meine Hündin kurz anfixiert. Genau, und wenn ich da natürlich jetzt auch immer in dieses Verhalten mit reingehe, oh Gott, die hat Angst, schau mal, die hat hier kurz die Rute geklemmt, oh Gott, mein Hund, oh nein, und nie, und da war so. Ja, dann übersehe ich aber halt vielleicht auch mal andere Sachen. Und wie gesagt, das ist halt einfach so eine Mimimi-Hündin, ne? Die macht es auch mal so ganz schnell, weil eben die Besitzerin am Anfang auch da reingefallen ist, dann die Besitzerin auch tatsächlich sehr häufig dann auch meine Hunde weggeschickt hat und sie dadurch aber auch immer so ein bisschen die Bestätigung bekommen. Ah, ja, okay, ich mache auf Mimimi und dann kriege ich und dann, ah, und dann kriege ich gleich wieder die Aufmerksamkeit. Und dann geht sie ja auch immer provokant, ja, dann auch wieder zu meinen Hunden hin, hat ein Bällchen. Ja, und rennt da meinen Hunden umeinander, die sagen dann vielleicht irgendwann mal, jetzt schleich dich und dann kommt so voll wie und dann eben hat die Besitzerin aber auch in der Vergangenheit immer reagiert. Und irgendwann habe ich dann zu ihr aber auch gesagt, hey, nee, guck mal, bewerte doch mal jetzt ganz neutral. Ich weiß, es ist jetzt deine Hündin, die jetzt vielleicht gerade von meiner mal geschoben wurde und ich weiß, die hat jetzt gerade auch die Rute unten, aber guck doch jetzt mal die Situation an. Hätte die doch jetzt so viel. Nehmen wir jetzt den richtig, das ist also das richtige Wort, hätte die jetzt doch so viel Unsicherheit, ne, so eine Furcht vor meinen Hunden. Dann würde sie doch jetzt nicht den Ball nehmen. Und wenn meine Schäferhündin jetzt gerade am Wasser war oder meine Herdenschutzhündin da irgendwo bieselt, würde sie doch jetzt da nicht mit dem Ball hinrennen. Oder? Ja, aber, guck mal, und deine schaut. Und meine zieht jetzt schon wieder den Schwanz rein. Ja, aber guck mal, die geht doch schon wieder hin. Und jetzt geht sie übrigens schon wieder hin. Oh, jetzt kriegt sie gerade wieder einen Deckel. Jetzt, da sag mal nichts.
Guck mal, jetzt kommt sie zu dir hin und stellt sich vor dich hin. Und guck mal, jetzt kommt meine Hündin und jetzt knurrt sie gerade meine Hündin an. Und guck mal, meine Hündin geht wieder, sie nimmt den Ball und rennt wieder hin. Ach so, meinst du das? Mhm, ich meine, dass sie dich jetzt da schon so ein bisschen in der Hand hat, ne? Und die ist dann auch nicht mehr auf das Verhalten gegangen. Sie hat das tatsächlich dann auch sein lassen, weil sie ja keinen Erfolg mehr hatte. Und jetzt ist auch alles ausgeschmatzt mit meinen Hunden, weil jetzt ist es tatsächlich so, sie geht auch gar nicht mehr hin zu meinen Hunden, weil sie ja auch weiß, sie kriegt dann von hinten auch keine soziale Unterstützung mehr von ihrer Besitzerin. Die Besitzerin sagt jetzt auch tatsächlich, Luna, geh hin. Geh hin, okay, provoziere sie und dann kriegst du halt eine Ansage. Dann brauchst du aber nicht zu mir rennen und jetzt hier einen auf Mimose machen. Also ich sage ja, man muss ganz, ganz, ganz genau hinschauen. Ich zeige euch das jetzt noch einmal. So, also wie gesagt, Schwanz unten. Ja, man könnte jetzt sagen, ja. So, also sie steht jetzt hier, sie kaut, stellt sich jetzt, wie gesagt, schön vor ihrer Besitzerin hin, blockt hier noch schön ihre Besitzerin ab, rennt jetzt um die Besitzerin. So, legt jetzt den Ball provokant ab. So, ne, fixiert. Knurrt mal nach rechts, knurrt mal nach links. Genau. Schaut immer wieder meine Hündin auch tief an. So, genau. Und dann hat halt die Besitzerin auch den Ball genommen und hat gesagt, so, und jetzt raus aus dieser Situation. Also wir nehmen jetzt den Ball, ne, weil wenn du jetzt halt einfach so bist, so, und dann ging auch der Schwanz sofort nach oben. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Auch wenn euer Hund mal einen auf den Deckel kriegt von einem anderen, dann ist es ja auch mal gut, wenn der den Schwanz runternimmt. Also ich finde immer die Hunde, die ja so einen auf den Deckel kriegen und den Schwanz nicht oder die Rute nicht runternehmen. Also ja, es soll ja auch was ankommen. Und wenn der kurz mal die Rute runternimmt und kurz mal die Öhrchen zurücknimmt und kurz mal sich ein bisschen klein macht, dann wisst ihr zumindest, das ist angekommen. Und wie gesagt, dann kommen ganz viele Leute ins Bemitleiden. Auch gucke mal und ja und nein und oh, der war jetzt so böse zu dir. Stopp, meiner hat gerade was gefressen, deiner ist hingegangen und hat meinem das weggenommen. Ja, aber guck mal, jetzt ist er so traurig. Ja, meine ist auch traurig, weil deiner ihm das wegnehmen möchte. Ne? Also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, die Situationen bewerten. So, jetzt muss man natürlich halt schon schauen. Wenn jetzt die jetzt hier steht, die wird jetzt einfach auch mal aus dem Konflikt rausgehen. Die wird sich jetzt hinter ihre Besitzerin hinstellen. Sag ja, die stellt sich immer sehr, sehr, sehr provokant auch vor ihrer Besitzerin hin. Wenn man jetzt eben merken würde, ja, die geht jetzt neben ihre Besitzerin, die legt jetzt den Ball hin, die geht in die Blickvermeidung, ist ja alles auch okay. Aber wie gesagt, sie nimmt bewusst den Ball, rennt zu jedem hin und provoziert, wie gesagt. Und vor allem, sie legt ja dann auch den Ball auch oftmals vor meiner Herdenschutzhündin oder hat den Ball eben oftmals vor meiner Herdenschutzhündin hingelegt. Weil sie dann aber auch wusste, wenn dann meine Herdenschutzhündin ihr mal eine mitgibt, cool, dann wird die auch noch geschimpft. Und das ist, war dann für sie, also für diese Huskyhündin, tatsächlich aber auch so ein bisschen dieses tolle Gefühl. Ich gehe da hin, lege den Ball hin und dann wird der andere noch geschimpft. Och, das ist aber Selbstbewusstsein steigernd für mich. Also schauen, neutral bewerten. Und wie gesagt, auch wenn es dann mal euer ist, der halt einmal kurz die Rute unten. So. Andere Situation, das war hier ein Flat-Coated Retriever. Ja, ihr seht, der hat hier von mir einen Kauknochen bekommen oder halt, wie gesagt, einen sehr, sehr großen Knochen. Ja, und da kommt dann auch sehr häufig, ja, warum hat denn der so viel Angst? Wieso hat der Hund Angst? Ja, schau mal, der hat die Rute so geklemmt. Der hat die Rute so tief. Ja, aber warum soll er jetzt Angst haben? Oder vor was soll er Angst haben? Ja, das weiß ich nicht, Diana, aber der hat doch so viel Angst. Ja, aber was denkst du denn, vor was er denn jetzt Angst hat? Ja, der hat bestimmt ganz viel Angst jetzt vor dem Hund, der da steht. Ja, aber warum soll er denn jetzt Angst haben vor diesem weißbraunen Hund, der da steht? Der steht doch, ja, okay, er hat jetzt die Rute oben, aber der steht doch jetzt relativ neutral. Also der fixiert ihn jetzt auch nicht dauernd. Jetzt kommt jetzt die Goldi-Hündin des Weges, hat jetzt da auch mal geguckt. Aber ne, der hat jetzt da kein Fixierblitz. Der bedroht den jetzt nicht, der braun-weiße. Ja, der guckt jetzt einmal hinter, aber dann geht er auch wieder raus.
Ja, okay, aber wenn ich doch jetzt Angst hätte, warum gehe ich denn jetzt da aber auch nicht weg? Ne? Warum kaue ich denn eigentlich da meinen Kauknochen weiter, wenn ich doch jetzt da also eine Furcht oder eine Unsicherheit vor dem anderen Hund da habe? Also entweder ich vergrößere doch jetzt den Abstand, indem ich jetzt meinen Kauknochen nehme und ich mich jetzt einfach 10 Meter weiter hinlege. Ja, aber wenn ich doch jetzt da stehen bleibe, ja, kann natürlich jetzt sein, dass er jetzt seine Rute jetzt mal runtergenommen hat, dass der jetzt da nicht mal hinten riecht, aber Angst, Unsicherheit, unsicherer Hund, der weiterkaut, weiß ich jetzt nicht. Ne, und es wird, wie gesagt, ganz schnell nur aus so einer Situation rausgerissen. Der Hund hat die Rute unten, deswegen hat er Angst. Der Hund, der hat jetzt gerade Weiß im Auge, der hat Angst. Der Hund hat jetzt gerade mal kurz gezittert, der hat Angst. Vielleicht zittert aber jetzt der Hund, weil ihm jetzt einfach kalt ist im Winter. Kann ja auch mal sein. Oder vielleicht zittert er jetzt einfach mal, weil er übererregt ist vor Freude. Oder. Es muss ja nicht immer gleich Angst sein. Ne? Deswegen neutral bewerten. So, Körperreaktion. Klar, das habe ich jetzt natürlich schwer erkennbar. Erhöhter Herzschlag, erhöhter Puls. Atmung, oftmals Atemstopp, oh Stopp oder ein schnelles, flaches Atmen. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Hund hier einen erhöhten Herzschlag und einen erhöhten Puls hatte. Also unterstelle ich ihm jetzt einfach. Aber so wie der jetzt da gestanden hat, so wie der jetzt da gekaut hat, glaube ich, dass weder der noch der jetzt, wie gesagt, einen erhöhten Herzschlag hat. Motorik ist eben Erstarren sehr häufig, sehr langsame Bewegungen, oft, ne, also eben oft, dass die Hunde eben sich klein machen. Dann so langsam weglaufen, außer eben er kommt in Panik und rast dann davor weg. Oder ihr habt eben aber auch die Hunde, die sich den Stress einfach weglaufen. Ne? Also auf und ablaufen, auf und ablaufen. Wenn ihr jetzt wirklich einen Hund habt, der jetzt wirklich eine Trennungsangst hat, weil sein Mensch weggegangen ist, weil er jetzt alleine zu Hause ist, ja, habt ihr unterschiedliche Reaktionen von dem Hund. Ihr habt einmal der Hund, der eben erstarrt da liegt und gar nichts mehr macht. Ihr habt aber einfach auch Hunde, die die Wohnung aufräumen oder umgestalten. Ihr habt Hunde, die euch die Wohnung zerfetzen. Ihr habt Hunde, die auf und ablaufen. Genau, es kann halt einfach alles sein. Ne? Eben sehr langsame Bewegungen, gar keine Bewegungen oder sehr viel Bewegung. Wobei ich dann natürlich auch wieder schauen muss. Ja, habe ich jetzt habe ich jetzt wirklich eine Trennungsangst oder habe ich jetzt einen Hund, der einfach nur eine Frustrationsproblematik hat? Oder habe ich jetzt einen Kontrolletti-Hund, der einfach sagt, hey, Besitzer, du gehst jetzt da einfach nicht weg. Was habe ich denn jetzt wirklich? Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, wirklich mit einer Trennungsangst, also wir reden von einem Hund mit wirklich einer Trennungsangst, der ist beim Spaziergang aber da nicht Leine ab und lauf. Ne? Der ist da nicht 300 Meter vorne ohne Leine. Oder der Klassiker, wenn ich dann eben nachfrage, ja, wie ist das denn jetzt? Habt ihr einen Garten? Ja, wir haben einen Garten. Ja, habt ihr denn oft die Tür zum Garten offen? Ja, der ist den ganzen Tag offen. Ja, und wie ist der Hund? Geht der rein? Geht der raus, wie er möchte? Oder bleibt der bei dir und rennt dir eben in der Wohnung hinterher? Na, der liegt teilweise stundenlang im Garten. Aha, obwohl du da in der Wohnung bist. Ja. Komisch, glaub nicht, dass der so diesen Klassiker an Trennungsangst hat. Ja, warum? Aber wenn ich doch gehe, dann, ja, aber der Hund bestimmt sehr viel. Ja, also muss man schauen. Es kann jetzt natürlich in manchen Fällen schon die Tür tatsächlich sein, also die Enge sein, Enge, aber dann haben sie auch oft Probleme, wenn der Mensch dabei ist. Aber wie gesagt, wenn der Hund rein und raus geht und wenn der Mensch alleine rausgeht, dann die Problematiken zeigt. Aber er geht alleine raus und da ist es ihm auf einmal egal, wie weit der Mensch entfernt ist. Schwierig, ne? Eben sich schütteln, zittern und dann jaulen, winseln, knurren, heulen, schreien teilweise. Muss aber eben auch gar nichts sein. Das ist das. Manche leiden halt einfach auch still und das ist natürlich ja schwierig, ne? Die gehen normal in Anführungszeichen weiter, die zittern jetzt nicht, die jaulen nicht, die winseln nicht, die knurren nicht. Haben zwar einen erhöhten Herzschlag, haben einen erhöhten Puls, ja, machen aber trotzdem weiter. Ne? Also weil sie halt eben gelernt haben, ja, ist halt so. Er lernte Hilflosigkeit auch häufig. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr tragisch. Genau, hier mal einen kleinen Wauf.
Das war ein Hund, da war das erste Mal in der Hundepension. Der war erstmal die ersten 5 Minuten so, okay. Und der hat wirklich gezittert. Der war erstmal so ein bisschen, ja, wusste gar nicht, was jetzt ist. Ich meine, als er dann nach einer Zeit lang tatsächlich dann da war und wir haben ihn eben am Anfang auch keinen zweiten Hund reingetan und haben den erstmal sein lassen. Wir waren dann in der Nähe. Wir haben auch immer wieder da mal, hey, ist alles gut, Timmy? Wir haben ihn jetzt, wie gesagt, nicht bedrängt, weil es wollte er auch nicht. Na, also manchmal haben wir natürlich auch Hunde, die jetzt so eine Problematik zeigen und wenn wir dann reingehen, ja, die dann quasi in uns reinkriechen. Na, okay, dann kriegen sie natürlich auch die Unterstützung. Aber der wollte das nicht. Also der hatte auch wirklich ein Problem mit Menschen. Und der wollte das dann halt einfach, wie gesagt, nicht. Der wollte uns nicht, der wollte keine anderen Hunde, der war, wie gesagt, mit der Situation ein bisschen überfordert halt einfach auch. Ja, wie gesagt, der hat einfach gezittert. Und nach einer Zeit war das dann aber auch wieder vorbei. Wie gesagt, wir sind immer mal wieder vorbeigegangen, haben ihn dann halt einfach angesprochen, haben gesagt, hey, was ist denn? Ist alles gut? Und ne, so beruhigend, also jetzt nicht panisch und oh Gott, was hast du? Und mit dem Gesicht dann noch, sondern völlig neutral vorbeigegangen. So. Und dann war das auch nach einer halben Stunde oder nach 20 Minuten okay. Dann haben wir einen ruhigen Hund reingetan und dann war dann ganz schnell alles okay und dann ist er da halt mit ihm umeinander gegangen. Sonstiges, wir haben sehr häufig Futterverweigerung, fehlender Schluckreflex, spontaner Fellverlust, Schuppen, Urinieren, Durchfall, sage ich ja, Schwitzen, ja, Schweißpfoten, Zittern, Schwindelgefühl. Okay, Schwindelgefühl, das sieht man jetzt als Menschen wieder nicht, das kann man vielleicht nur erahnen. Schnelles oder sehr langsames Blinzeln. Wir haben aber auch tatsächlich Hunde, die ja, vom Magen und von der Blase total gehemmt sind, also gar nichts mehr machen und auch 5 Stunden danach nicht bieseln gehen und vielleicht einen ganzen Tag dann auch tatsächlich nicht auf die Toilette müssen. Das war zum Beispiel auch meine Hündin, die konnte dann auch Silvester tatsächlich 2 Tage ankneifen. Okay, dann musste sie dann auch, aber genau, da auch da habt ihr, wie gesagt, unterschiedliche Hunde. Ihr habt manche, die bieseln wirklich vor lauter Stress unter sich. Und wir haben manche, wie gesagt, die machen während des Angstzustandes gar nichts mehr. Und eben auch ein paar Stunden danach nichts. Oder halt eben 1, 2 Tage nichts. Gähnen ist meistens nach der Situation. Und wie gesagt, deswegen ist jeder Hund wieder genau zu beobachten und auch einzeln zu bewerten. Viele der Reaktionen können natürlich doppelbelegte Signale sein und müssen nicht zwangsläufig mit Angst zu tun haben. Also gähnen kann natürlich jetzt auch mal dieses wohlwollende Gähnen einfach sein. Der Hund hat irgendwo gelegen. Okay, und da war jetzt ein komisches Geräusch. Und der Hund hat jetzt eben gelegen, der steht auf, der streckt sich, der gähnt jetzt da einfach mal so. Und dann, ja, hat ihm jetzt wahrscheinlich dieses Geräusch jetzt weniger ausgemacht. Und hat vielleicht einmal kurz hingeschaut und hat sich dann eben ja so gestreckt, ja, und hat gegähnt. Da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, oh Gott, der Hund hatte total Angst, weil irgendjemand hat gesagt, Gähnen ist Angst. Dieses schnellere oder langsame Blinzeln, das kann jetzt vielleicht auch an der Sonne liegen oder am Wind liegen, ne? Dass der Hund jetzt vielleicht sehr viel blinzelt oder ich stehe jetzt doof zur Sonne und ich sage zu meinem Hund, schau mich an und er guckt Hund und er blinzelt jetzt. Da kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, dieser Hund, ja, der hat jetzt gerade Angst. Der hat jetzt einfach geblinzelt, ja, weil jetzt die Sonne komisch gestanden ist oder weil er halt jetzt eben einen Regentropfen vielleicht ins Gesicht bekommen hat oder weil es da einfach Wind war. Ne? Also man muss da halt einfach schauen. Und nicht jeder Hund, der jetzt natürlich das Futter verweigert, hat automatisch Angst. Es kann ja jetzt auch ein hypersexueller Rüde sein, der jetzt aufgrund seiner Hypersexualität tatsächlich das Futter verweigert. Oder jetzt gestresst ist und das Futter verweigert oder erregt, also positiv jetzt gestresst ist, weil es jetzt einfach nach draußen geht oder weil er jetzt halt einfach die Klappe vom Auto aufgegangen ist. Wenn er jetzt den Keks nicht möchte und jetzt vielleicht leise war eine Sekunde und die Leute wollen ihm einen Keks geben oder die Leute haben gesagt, sitz und wollen ihm einen Keks geben und er nimmt es nicht, dann kann ich eben nicht sagen, der Hund, der hat jetzt Angst, weil er Futter verweigert hat. Also auch da wieder wirklich alles neutral bewerten. Meideverhalten, das ist natürlich sehr, sehr, sehr häufig bei einer Unsicherheit.
Das Blickkontakt wird vermieden, Interessenlosigkeit wegdrehen, aber auch, und es ist ganz wichtig, wegtragen von Ressourcen. Ne, also wenn mir die Leute dann sagen, ja, Diane, mein Hund hat überhaupt gar keine Probleme mit Ressource, ich kann denen alles wegnehmen. Das ist ja immer der Klassiker, viele Leute rufen an und die sagen dann, mein Hund hat XY und mein Hund hat dieses Problem und jenes Problem. Aber Diane, wirklich, aber ich bin der Chef, weil ich kann mir eine Ressource wegnehmen. Aha, okay, gut. Über eine Ressource stellt man aber eigentlich gar nicht klar, wer der Chef ist. Wie meinst du das? Ja, meine Welpen haben auch mal meiner Schäferhündin vielleicht was weggenommen oder meine Schäferhündin hat jetzt meinen Welpen was gegeben. Oder wenn meine Welpen was hatten, hat mein Schäferhund denen nichts weggenommen. Also ne, darüber kann man jetzt nicht wirklich definieren, wer der Chef ist. Aber wie ist denn zum Beispiel der Hund, ja, wenn du ihm eine Ressource gibst, ja, dann nimmt das und rennt sofort weg. Und wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn du hingehst zu der Ressource? Ja, ach, da sind die Leute immer so erstmal so, ja, ne, so wirklich dieses, ja, was meinst du denn jetzt eigentlich damit? Also so dieses 21, also ich zähle dann immer so mit, ne, so dieses, ja, aber 21, 22, 23 und dann merkt man so, dass die Leute dann so ein bisschen gucken, so, was meinst du denn jetzt damit? Jeder hat keine Probleme in der Ressource. Ja, aber beschreib doch mal deinen Hund. Und dann kommt wieder dieses so, ja, ich nehme es ihm halt weg. Noch einmal, beschreib mal deinen Hund. Ja, was meinst du denn jetzt damit? Ja, dreht er vielleicht den Kopf weg oder hört er mal kurz auf zu ja, fressen, ne, dass er dann halt einfach frisst und wenn du kommst, entweder sehr schnell frisst, also schneller frisst, also er frisst halt zum Beispiel und jetzt kommst du und man merkt, der Hund wird einfach schneller im Fressen oder mein Hund frisst, ich komme und der Hund hört kurzzeitig auf zu fressen. Oder der Hund, genau, dreht einfach mal seinen Kopf weg. Oder der Hund nimmt die Beute und trägt sie weg. Ja, aber das ist ja egal, dann gehe ich hier nach, dann halte ich am Brustgeschirr und dann nehme ich sie ihm raus. Ja, aber das ist schon Meideverhalten. Ne, die Leute können ihre Hunde gar nicht beschreiben in manchen Situationen. Am Futter können sie ihn nicht beschreiben, am Wassernapf, wenn ich ihm zum Beispiel, ist doch egal, draußen auch einen Dummy wegnehme oder der hat jetzt irgendwie eine Maus im Maul und ich möchte sie ihm wegnehmen. Ja, beschreib doch da mal deinem Hund. Können die Leute nicht machen. Und wie gesagt, dieses Wegdrehen mit dem Kopf, dieses Wegtragen von der Ressource, das ist einfach schon Meideverhalten. Also man merkt, dem Hund ist einfach diese Situation schon irgendwie nicht so ganz geheuer. Also findet die jetzt einfach nicht angenehm. Ich will jetzt nicht klassisch widersprechen, dieser Hund hat jetzt eine Riesenangst jetzt von mir. Also Angst wäre es ja von Haus aus nicht, weil es wäre ja wieder objektbezogen. Also ich, also hätte er ja eine Furcht. Ich will jetzt nicht sagen, jeder Hund, der jetzt seine Beute wegdreht oder seine Ressource wegdreht, hat jetzt automatisch eine Furcht von seinem Besitzer. Aber es ist ihm, wie gesagt, halt einfach nicht so ganz wohl dabei. Es ist irgendwie so ein bisschen negativ schon belastet. Es kann aber eben auch sein, dass der Hund mal stehen bleibt und nicht weitergeht. Es kann aber auch sein, dass er nicht stehen bleibt und weitergeht oder stehen bleibt und nicht weitergeht, weil er jetzt gerade bockig ist. Ne? Also deswegen auch mal schnell nach hinten gucken und sich den Hund anschauen. Ist das jetzt gerade mal der 4 oder 5 Monate alte Hund, der sagt, ich will aber jetzt rechts und du willst links und da habe ich jetzt gar keinen Bock da drauf. Und wenn man da zurückschaut, dann sieht man aber schon dieses pumpige Gesicht. Dann sieht man aber auch schon, wie der, ne, dieser Junghund mir mal so tief in die Augen reinschaut. Und wenn man sich das Schwänzchen anschaut, dann ist das Schwänzchen meistens so wegstehend und hat noch so einen Kringel hinten dran, weil er einfach bockt und weil er jetzt, wie gesagt, rechts möchte und ich möchte links gehen. Ja, dann erstes hat es natürlich nichts mit meinem Verhalten zu tun. Oder gehe ich jetzt eben spazieren und der Hund, ne, kommt eben in seine Spooky-Phase rein, meistens im Zahnwechsel, also die erste Spooky-Phase, die ist ja beim Züchter um die 7. Lebenswoche, die zweite Spooky-Phase, also natürliche Angstphase im Leben eines Hundes, die ist so um den Zahnwechsel, also ich sage ja 4, 4,5, 5 Monate. Und da sind es dann meistens unbelebte Sachen.
Also wie zum Beispiel Flatterband oder eine Mülltonne, die eigentlich den ganzen Tag da schon dasteht. Und solange der Welpe da ist, gehen wir eigentlich jeden Tag an dieser Mülltonne vorbei und es kommt Tag Y oder XY und auf einmal sagt der Hund, boah, da steht eine Mülltonne. Oh nee, heute will ich nicht. Und dann, genau, gucke ich halt zurück und dann merke ich aber meinen Hund, der also die Augen weit auf hat, der die Ohren zurückgelegt hat, der die Rute geklemmt hat und der wirklich sagt, nein, ich gehe nicht an dieser Mülltonne vorbei. Oh, da habe ich heute voll Problem damit. Ne, also auch da wieder gucken. Und viele Leute, die sagen halt, ja, der Hund hat aber so voll Angst, irgendwie zu gehen. Wieso hat jetzt der Hund Angst? Ja, schau mal, Diane, holen den Hund aus dem Auto. Der Hund geht die ersten zwei, drei Schritte auf den anderen Hund zu. Ich rufe dann, stopp, bleib mal stehen, geht nicht zu dem anderen Hund, kommt mal zu mir. Na, der Hund, die Besitzer drehen sich um, kommt zu mir, Hund bleibt hinten stehen. Das ist der Klassiker. Und dann bleiben natürlich die Leute stehen und dann sagen sie, oh, schau mal, Diane, die hat jetzt so viel Angst. Nee, der hat jetzt nicht Angst. Doch, der hat jetzt Angst und das sind jetzt hier zu viele Hunde. Stopp, der wollte gerade zum Hund hin. Also noch einmal, wenn er Angst hätte, warum rennt er denn dann also Autoklappe auf, rennt er hin zum Hund? Und wenn du jetzt die Richtung quasi wechselst, also weg vom Hund, da möchte er nicht hin. Ja, das ist nur, weil er jetzt gerade überfordert ist. Aha, okay. Dann mache ich nämlich wieder den Gegencheck zu den Leuten und sage, okay, jetzt dreht euch um, geht wieder auf den Hund zu und zack, schon geht der Hund wieder weiter. Genau. Manche kriegt man es dann rein, manche kriegt man es dann nicht rein. Genau, ich hatte auch irgendwann mal vor einem halben Jahr eine Kundschaft da. Ja, der Hund wollte von Haus aus im Unterricht nicht gehen. Aber die war auch nicht wieder ängstlich, sondern die wollte eben zu jedem Hund hingehen. Und ja, wollte halt einfach dann nicht gehen, weil sie ihrer Besitzerin hinterhergehen wollte. Ne, die Besitzerin hat ja gesagt, komm, wir gehen. Und ich sage ja dann immer, ja, wir gehen jetzt erstmal alle hier kreuz und quer umeinander. Und jeder geht jetzt für sich. Und ja, dann ist die Hündin halt jedes Mal stehen geblieben. Und dann hat die Besitzerin in der dritten Stunde halt auch gesagt, ja, mein Hund ist total überfordert und der hat ja hier so viel Angst bei dir. Sag ich, wieso hat der Angst bei mir? Ja, die bleibt hier immer stehen und die schaut hier immer so viel. Da sage ich, okay, jetzt bleiben wir mal alle stehen, habe alle Besitzer stehen lassen, sage ich, und jeder leint jetzt quasi seinen Hund ab. Ja, und dann war, zack, Hund umgedreht, sofort zu den anderen Hund hingelaufen. Ja, und hat halt mit denen gespielt. Und dann sage ich zu der Besitzerin, okay, also Überforderung schaut auch anders aus, Angst schaut anders aus. Ich glaube halt einfach, die hat eine wahnsinnige Interessenlosigkeit zu dir, die hat einfach gar keinen Bock zu dir. Du bist der Hündin halt einfach völlig Schnuppe. Hunde eingesammelt, ja, dann alle wieder mit den Hunden umeinander. Dann die Hündin wieder an der Leine, sollte zu ihrer Besitzerin, Bremse reingezogen. Nö, hab keinen Bock. Ne, die hatte keinen Bock. Die ist, wie gesagt, aber nicht mehr gekommen, dann auch die Frau. Ja, weil die halt einfach gesagt hat, nein, mein Hund hat zu viel Angst. Also ganz wichtig, neutral betrachten. Wenn Meideverhalten nicht zu einer Beendigung einer Bedrohung führt, also wenn Wegtragen von einer Ressource, wenn Blickkontakt, wenn wir unsere Hunde anstarren, ist immer der Klassiker. Das ist immer der Klassiker. Die Leute oder einige Leute sind dann am Hundeplatz, haben dann eine zweite Person dabei, die geht dann zu den Pensionshunden. Meine Ausläufe sind quasi neben dem Hundeplatz, gehen dann an den Zaun. Hunde kommen neutral an den Zaun und dann schaut sich Mensch und Hund an. Und dann kommt auf einmal, dass sich der Mensch vorbeugt und dann einen Hund so anstarrt. Ne, also richtig fixiert. Und dieser Hund, ja, der dreht sich dann schon weg und macht sich schon kleiner, Blickvermeidung und der Mensch starrt weiter und der Mensch starrt weiter. Ja, und auf einmal knallt der Hund an den Zaun. Und dann, oh, du bist aber ein Grummliger. Nee, ihr habt den einfach anfixiert und der kam mit seinem Verhalten nicht weiter. Hat man ja sehr häufig bei Kindern, hat man ja allgemein sehr häufig, dass Leute eben ihre Hunde anfixieren. Und wie gesagt, wenn der Hund dann ins Meideverhalten hingeht, wenn der Hund weggeht, dann wird er eben dran gehindert dann noch oder beim Streicheln auch dieser Klassiker. Die Hunde finden das ungut, gestreichelt zu werden. Die ducken sich schon weg, die machen eine Blickvermeidung. Mensch streichelt weiter, der Mensch streichelt weiter. Gerade dann auch im Angstverhalten. Du musst keine Angst haben, du musst keine Angst haben. Nein, du musst keine Angst haben. Ja, dann haben wir natürlich auch so eine Steigerung vom Angstverhalten und eben auch oftmals Steigerung des Aggressionsverhaltens, weil ja die Hunde einfach keinen Ausweg mehr finden. Oder wir haben sehr, sehr viele Hunde, die dann aufgrund dessen sehr hyperaktiv und sehr, sehr nervös und sehr hibbelig einfach werden.
Symptom bei langanhaltenden Unsicherheits- oder eben Angstzuständen als Folge von Dauerstress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunschwäche, Allergien. Die Hunde sind sehr häufig krank. Die haben aber auch sehr häufig dann Giardien oder Würmer oder halt Zwingerhusten oder sowas, also einfach wirklich aufgrund von Immunschwäche, Magen-Darm-Erkrankungen, plötzliche Futterunverträglichkeiten, Durchfall. Und das ist oft, wie gesagt, auch wieder bei diesen Auslandshunden so. Ne? Die kommen, also wenn man sich ja die Hunde auch oft anschaut, auf Fotos, wenn sie noch in diesen Sheltern sitzen. Es ist ein Wahnsinn, wie viele Hunde da tatsächlich ein gutes Fell haben. Und es ist ein Wahnsinn. Also wir machen ja sehr, sehr, sehr viele Videos von den Neuzugängen, also wenn sie denn interessant sind. Weil, wie gesagt, sehr, sehr, sehr häufig kommen sie ja und werden als totale Bestien beschrieben. Habe ich jetzt auch gerade tatsächlich einen da. Den haben sie mir vor 14 Tagen aus Hamburg gebracht, weil der anscheinend völlig austick, ressourcenverteidigend ist, territorial ist und. Also der wurde mir als, keine Ahnung, dann denke ich mir, ja, cool, den nehme ich. Vielleicht mal endlich einen Hund. Ja, der ein bisschen Problematiken zeigt, musste dann tatsächlich auch was unterschreiben von dieser ersten Pflegestelle, wo er war. Also es waren 10 Punkte und ja, Unverträglichkeit und also gegenüber anderen Hunden auch. Und also Wahnsinn. Nichts, also nichts. Der ist bei mir in der Gruppe drin. Ist einer der souveränsten Hunde, die ich kenne. Ja, er bellt mal. Ja, er hat jetzt ein leichtes Problem gegenüber Männern. Okay. Nichts. Also, niente. Also 0,00. Wir sind eigentlich so ein bisschen enttäuscht, weil wir mal einfach auch mal wieder coole Videos haben wollten. Aber was ich sagen wollte, es ist krass, wie viele kommen zu mir mit Diätfutter. Und also sage ja auch, ich kriege jetzt nicht nur welche vom Tierschutz, also klassisch von den Sheltern, sondern auch teilweise Hunde, die ein Jahr, 2 Jahre bei den Besitzern waren. Also wie zum Beispiel Pico war tatsächlich ein Jahr bei der Besitzerin und dann hat sie ihn hergegeben. Und viele, wie gesagt, mit Futterunverträglichkeiten, mit Durchfällen oder sowas, ganz schnell reguliert bei uns. Klar, wir haben den einen oder anderen, der tatsächlich das Futter nicht verträgt. Aber wie gesagt, viele, die einfach nichts mehr haben, wo die Giardien auf einmal besser werden, die das und das und das, keine Futterunverträglichkeit, keine Durchfälle mehr, keine Magenprobleme mehr, immer ein bisschen schwierig. Ja, klar, diese territoriale Geschichte, weil der Marcel gerade geschrieben, kann ja noch kommen, wenn er sich mal orientiert hat. Ja, aber gerade die Ressourcenproblematik, muss ich sagen, die haben wir immer sofort. Klar, territorial schätzen wir, dass er schon noch was zeigen wird. Also da wird er bestimmt noch was zeigen in der territorialen Geschichte. Hunden gegenüber, zumindest jetzt in seiner Gruppe, glaube ich jetzt nicht mehr. Ich bin schon überzeugt, wenn ihm einer blöd kommt, ne? Also diesen, den wir aus Hamburg bekommen haben, dass der steht. Also der ist super geil in der Körpersprache, bin aber da schon überzeugt, wenn ihm einer richtig auf den Senkel geht, dass der auch mal zulegen kann. Oder loslegen kann. Wie gesagt, Ressourcengeschichten haben wir eigentlich immer sofort ab dem ersten Tag, wenn wir eben einen haben, der eine Ressourcenproblematik hat. Das ist eine Sache, die sich nicht entwickelt oder also sehr häufig nicht entwickelt. Aber ja, auch so ins uns gegenüber. Wie gesagt, er muss ja auch die Leute angewuppert haben. Er ist sehr respektvoll. Also er ist ein sehr respektvoller Hund. Also ich glaube, dass da nicht mehr so viel kommt. Weil er ist, wie gesagt, auch nicht aufdringlich. Was er hat, okay, das war uns auch bekannt. Er jault, wenn er dann alleine ist. Okay, das hat er. Okay, das muss man sagen. Aber ja, okay, es ist ein Herdenschutzhund, eine territoriale Sache, wieder schon noch entwickeln. Aber okay, die kann er bei mir entwickeln, weil bei mir ist er sehr wenig. Da haben wir kein Problem damit. Weil was will er denn bei uns territorial machen mit einem Hundeschul? Komischerweise im Hundeschulbetrieb haben sie null Probleme oder die meisten haben da keine Probleme. Da sind zu viele Leute, das ist dann auch immer so ein Tag. Wie gesagt, schlimm sind es ja immer nur die einzelnen Leute, die kommen. Es sind ja immer nie die Gruppen. Und ansonsten, ja, wohne ich in der Pampa, es kommt ja dann auch keiner. Und es geht ja auch keiner hinter zu den Hunden, die
hinten, also bei mir quasi in der Pension sind. Also kann er ein territoriales Verhalten entwickeln, interessiert uns nicht. Symptome bei langanhaltenden Angstzuständen, aber auch dieser starke, unangenehme Körpergeruch, ne, wenn die Hunde so säuerlich riechen. Ich sage ja, die Hunde haben ganz häufig ein schlechtes Fell, wenn die kommen zu uns, und es verändert sich auf einmal. Also wir haben dann auch, dass die Farbnuancen anders werden, dass das Fell ja allgemein von der Struktur anders wird, dass borstige Hunde auf einmal aber auch tatsächlich ja weicher werden, dass die borstigen Haare weniger werden, dass die Hunde ja auf einmal längeres Haar tatsächlich irgendwie bekommen, genau, weil die halt einfach raus aus diesem Dauerstress sind. Schilddrüsenerkrankungen kann euch bei langanhaltenden Angstzuständen Dauerstress kommen, was dann natürlich auch wieder das Problem ist, weil diese Schilddrüsenunterfunktion natürlich auch die Angst- oder Unsicherheitszustände meines Hundes wieder verschlimmern. Ne? Also die Schilddrüsenunterfunktion verstärkt halt einfach den Grundcharakter. Wenn ich einen eh schon hibbeligen Hund habe, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, der wird dann noch hibbeliger. Habe ich einen sehr coolen, ruhigen Hund, der wird halt dann noch ruhiger, der kommt da gar nicht mehr in die Pötte. Wenn ich einen, ja, schon so ein bisschen zur Zickigkeit neigenden Hund habe, der wird halt dann zicker. Und wenn ich eben einen Hund habe, der eher unsicher ist, und das wird dann halt eben auch noch verstärkt. Nicht angepasstes Aggressionsverhalten, Schreckhaftigkeit, Unruhe, Nervosität, und oft eben Rückenprobleme. Als ich noch aktiv Hundephysio gemacht habe, habe ich gerade, eben, das ist so ein bisschen das Problem. Also mittlerweile sage ich, ja, mache ich keine Hundephysio mehr. Jetzt ist es tatsächlich leichter. Die Hunde, ach man, die Leute von einer Hunde Physiotherapie für ihre Hunde einfach mal zu überzeugen. Ja, als ich halt eben noch selber Hundephysiotherapie gemacht habe und hatte dann die Angsthunde da. Und ich habe dann gesagt, oh wow, der hat aber einen Rundrücken oder du, ich glaube, das wäre mal echt gut, wenn man sich den mal anschaut, weil der XY oder kann den, viele können dann auch gar nicht mehr den Hals richtig heben. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Ne, viele, ja, die sind in dieser gekauerten, den Kopf zwischen den Schultern Position drin. Und ja, die kommen, selbst wenn die souveräner sind. Also wir haben tatsächlich jetzt so einen Hund da, den Sam Carter. Der hat jetzt, wie lang ist denn der jetzt bei uns? Was haben wir denn eigentlich? Wir haben Mai, gell? Ich würde sagen, der ist jetzt ungefähr schon 8 Monate oder sowas bei uns. Die ersten 4 Monaten, also die ersten 2 Monaten mussten wir ihn tatsächlich an der Schleppleine halten, weil er uns immer weggerannt ist. Okay, dadurch haben wir ihn halt ein bisschen einreguliert, weil er hätte sonst überhaupt gar keinen Kontakt. Und dann haben wir gesagt, okay, 10 Meter Schleppleine, die 10 Meter musst du halt jetzt einfach wirklich akzeptieren. Wir wollen nichts von dir, wir schauen dich nicht an, wir schmeißen dir keine Kekse hin, du kriegst das Futter einfach so hingestellt oder auf den Boden gestreut. Du musst dich uns nicht nähern, aber ja, wir müssen dich doch dann halt irgendwie einfangen, wenn du zum Beispiel in den großen Hundeplatz bist und jetzt ist halt einfach mal Zeit, ins Bett zu gehen, mussten wir den ja irgendwie einsammeln. Und deswegen hatte der ungefähr 1 oder 2 Monate eben eine 10-Meter-Leine drauf. So, dann war die irgendwann mal ab, weil er halt irgendwann mal gemerkt ist, ich brauche da gar nicht mehr flüchten, weil die wollen eben nichts. Die wollen einfach nichts von mir. Und es war tatsächlich ein Hund, muss man sagen, der ein halbes Jahr bei einer Familie in einer Endstelle gewohnt hat und da keine Treppen gegangen ist. Und folglich, der hat ein halbes Jahr bei denen in die Wohnung reingemacht, weil er eben, wie gesagt, die Treppen nicht gestiegen ist. Dann kam der in eine Pflegestelle. Da war er angeblich ganz hektisch, ist auch rumgerannt, hat sehr viel gebellt. Dann denke ich, oh Gott, ein Beller, naja, okay. Nimmst du ihn? Also Beller sind immer so Hunde, die wir immer ungern nehmen, aber warum auch immer habe ich den genommen. Der bellt ganz wenig. Also der ist die Ruhe in Person, der ist so cool, dieser Hund. Der ist einfach nur mega souverän, ne? Wenn man den halt einfach nicht belästigt und wenn man den halt einfach sein lässt. Super cool im Hunde, in der Hundegruppe drin. Wir können ihn mittlerweile anfassen, wir können ihn streicheln, wir können Brustgeschirr drauf machen, wir können den Halsband drauf machen, können den Leinen drauf machen, wir können ihn, wie gesagt, mittlerweile auch kämmen. Findet er jetzt zwar semi, weil er einfach auch ein bisschen zieht, weil er halt einfach so viel Unterwolle auch hat, aber lässt er machen. Überhaupt gar kein Thema mehr. Aber, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Genau, bei ihm war halt einfach dieses Rückenproblem. Er hat halt immer am Anfang so den Kopf zwischen die Schultern genommen.
Und man merkt jetzt schon immer mehr, wie er den Kopf hebt, aber er hat halt echt Probleme. Da sind wir jetzt schon langsam dran. Wie gesagt, dass wir jetzt da auch mal behandeln. So lange hält das jetzt noch nicht aus. Also er ist jetzt, wie gesagt, jetzt nicht, dass er uns sieht und sofort hinläuft und jetzt sofort zum Kuscheln anfängt. Aber genau, diese Rückenprobleme bei Hunden mit Angstzuständen auch mal schauen. Natürlich doof, wenn jetzt der Hund dann eine Menschenangst hat, aber viele, viele, viele Hunde, wenn du einen coolen Hundephysiotherapeut hast, der sich da einfach Zeit lässt, die Hunde nicht bedrängt oder sowas, finden viele, viele Hunde das aber irgendwann mal cool, weil die sagen, hey, tut mir ja gut. Mensch ist nicht passé blöd, sondern Mensch tut mir einfach auch gut. Oh, das tut jetzt gut. Oh, der löst jetzt gerade meine Verspannungen. Wie gesagt, habe ich sehr, sehr, sehr viele Hunde einfach auch gehabt, die aufgrund von der Hundephysio die ersten Anfänge hatten, tatsächlich Menschen toll zu finden. Muss man eben auch schauen. Deswegen nicht immer grundsätzlich sagen, ich habe einen Angsthund, der wird sich bestimmt nicht anfassen lassen. Es kommt immer auf den Hundephysiotherapeuten an. Symptome im Verhalten, natürlich im Übersprungsverhalten, Verhaltensweisen, die einfach auch nicht zur aktuellen Situation passen, Fluchtangriff, Hektik, Zurückgezogenheit, Depression. Viele Hunde werden einfach auch wahnsinnig depressiv. Also ich sage ja, unser Sam Carter, der war richtig depressiv. Also der war brutal depressiv. Wir hatten auch mal einen kleinen Hund, Popcorn, das war sowas Dackelähnliches. Den hatten wir, glaube ich, auch ein halbes Jahr oder 8 Monate. Der war enddepressiv. Der hat das nicht gepackt, dass der einfach nach Deutschland gekommen ist. Der war jetzt nicht problematisch mit Hunden, aber mir kam er einfach so vor, der saß dann einfach manchmal im Auslauf und hat immer so, ja, manchmal minutenlang ja, einfach in den Himmel gestarrt. Mir kam es wirklich so vor, dass der gesagt hat, oder hat so ein bisschen sinniert und gesagt hat, mei, das war einfach noch schön, wo ich herkam. Ne? Wie gesagt, viele Angsthunde sind absolut depressiv. Gerade wenn sie dann noch Menschen haben, ja, die dann eben mit in dieses Verhalten gehen, die versuchen, den Hunden mit Dauerliebe oder mit Überlieben aus dieser Situation irgendwie rauszuholen. Und ich hatte auch tatsächlich mal eine Hündin, das war ganz tragisch. Die Leute waren in Griechenland irgendwie im Urlaub und haben bei irgendeiner Wanderung, die waren irgendwie beim Wandern in Griechenland und hatten da ja mitten in den Bergen einfach eine Hündin gefunden. Und keine Ahnung, wo die Hündin herkam, ist sie zum Sterben selber dahin gegangen, ist sie verstoßen worden, ist sie verletzt, ist sie ausgesetzt worden, keine Ahnung. Und die haben die Hündin da mitgenommen und es war tragisch. Also es war wirklich tragisch, weil diese Hündin wirklich eingekackt hat und eingebieselt hat in Anblick eines Menschen. Also die ist nur geflüchtet. Ist der Mensch quasi ins Wohnzimmer gegangen, ist die erstmal gegen die Wand geprallt, hat dann irgendwie einen Bogen gemacht, ist zu der Tür raus und hat dabei halt einfach uriniert und hat ein Häufchen abgesetzt. So, und ist dann eben panisch irgendwo hingerannt. Und das Problem war, die Leute haben mir einfach keine Zeit gegeben. Und die Frau ist eben mit Futterentzug dann auch in die Sache gegangen. Die hat er dann eben irgendwo gelesen. Ja, du musst diesen Hund einen Futterentzug, du musst den Hund quasi aushungern. Und dann kommt er schon mit Keks und ist dann irgendwie in dieses Zimmer gegangen, hat die Tür zugemacht, hat Futter hingeschmissen zu dem Hund, der dann aufgrund dieser Bewegung natürlich noch hektischer geworden ist. Dann ist sie natürlich noch zu mir im Unterricht gekommen. Dann sage ich, du kannst mit so einem Hund jetzt nicht. Wobei draußen war es dann schon ein bisschen besser, weil draußen hat sie zumindest nicht diese Türen gehabt. Aber die war immer am äußersten Zipfel auch von dieser Schleppleine. Sicherheitsgeschirr war Gott sei Dank dran. Gott sei Dank hat sie es auch nicht zusammengebissen. Also im Fall von unserem Sam Carter, der hat tatsächlich dann noch Halsbänder geschrottet und Schleppleinen zusammengebissen. Das war dann richtig doof, aber die kam halt gar nicht auf die Idee, jetzt irgendwie sich da auch loszubeißen. Und es war richtig tragisch. Und ich habe das aber auch nicht reingebracht in diese Frau, dass ich gesagt habe, weniger. Mach einfach weniger. Ne? Also wenn die jetzt von mir flüchtet, geh in diesen Raum rein, sei neutral, starr die nicht an. Und wie gesagt, gerade die Hunde oder die Leute mit solchen Hunden, also jetzt wirklich mit solchen panischen Hunden auch, die starren die einfach auch so an, weil die wollen ja dann, und habe ich heute, und die sind aber dann auch so gekünstelt, weil sie halt immer,
Die stehen dann auch oft in diesem Raum, halten die Luft an, schauen den Hund zwar nicht an, reißen aber die Augen an, die Augen auf, so wollte ich sagen, reißen die Augen auf und schauen dann zur Seite mit weit aufgerissenen Augen, ne, und gucken immer, und wie reagiert der jetzt, weil ich ihn ignoriere? Ja, was macht er denn jetzt, weil ich ihn ignoriere? Okay, jetzt, na, und na, das ist nicht normal. Und es muss halt wirklich drin sein, einfach so eine normale Sache. Wirklich, es ist normal. Du bist jetzt halt da, ja, okay, aber ich gehe jetzt nicht drauf rein in dieses Verhalten. Ich merke, du möchtest den Kontakt nicht. Also kriegst du auch keinen. Natürlich bin ich auch ein Mensch, wenn der Hund den Kontakt sucht im Angstverhalten, um Gottes Willen, steht dem bei, schickt den Hund nicht weg. Ich habe zwei Silvester-ängstliche Hunde gehabt, die eine, die ist tatsächlich in den Schrank reingekrochen, dann sollte sie halt in den Schrank gehen, dann habe ich das auch gelassen. Sie wollte diesbezüglich keine Nähe oder zumindest halt nicht Dauernähe. Sie ist dann auch mal wieder gekommen, hat sich neben mir hingelegt, dann habe ich ihr auch die Nähe gegeben, dann habe ich meine Hand drauf gehalten, ich habe jetzt die nicht wild gestreichelt, da reden wir am Donnerstag noch darüber, auch einfach mal über diese soziale Geschichte, also auf keinen Fall einen Angsthund alleine lassen, wenn er die Nähe sucht, das ist eben das Wichtige. Okay, aber wenn sie es nicht wollte, ist sie dann einfach wieder weggegangen und hat sich dann in den Schrank reingelegt, dann habe ich das eben auch akzeptiert. Und die andere brauchte die Nähe, ne? Also die ist dann wirklich auch auf den Schoß, das war ein kleiner Yorkshire-Terrier, die ist auf den Schoß gekrabbelt und die fand es ganz toll. Okay, dann hat sie es eben auch bekommen. Eben Meideverhalten, Scannen der Umwelt und Gehorsamsverweigerung. Viele können ja auch aufgrund von dieser Angst ja gar nicht lernen, das ist halt eben auch das große Problem. Dann noch einmal die vier Fs. Das ist so, so, so wichtig. Und es geht jetzt aber nicht nur um Angst. Das ist allgemein, wie gesagt, in einer Stresssituation habt ihr eine Reaktion von dem Hund und aus einem der vier Fs. Und je nachdem, welcher halt einfach jetzt für mich gut war, wenn natürlich auch Beißen für mich gut war, dann werde ich natürlich auch dieses von diesen vier Fs vielleicht häufiger nehmen. Wenn natürlich Flüchten das Tollste war, dann wird der Hund eben flüchten. Also flüchten ist, wenn möglich, immer die erste Wahl. Habe ich ja schon gesagt, wenn der Hund nicht flüchten konnte oder durfte, weil er eben einen unsensiblen Besitzer hat und an einer Leine daran gehindert wurde, ja, dann werde ich mich vielleicht im Endeffekt an irgendetwas anderes oder nach was anderes umschauen. Oder natürlich auch dieser kleine Dalmatiner, ja, der hier geflüchtet ist, vor diesem Golden Retriever hinter der Besitzerin gegangen ist. Und wenn jetzt natürlich die Besitzerin erlaubt, dass der Goldie weiter auf meinen Dalmatiner umeinander hüpft, ja, dann wird natürlich Flüchten nicht mehr die erste Wahl für diesen Welpen sein. Wenn jetzt natürlich die Besitzerin den Goldie-Welpen nicht wegschiebt und sagt, hey, meiner will jetzt aber eine Auszeit, nee, der möchte das jetzt nicht mehr. Nicht draufhauen, nicht treten, nein Gott, aber ich kann ihn doch nicht wegschieben, ich kann ihm doch nicht sagen, nee, meiner möchte das jetzt nicht. Dann wird natürlich mein Hund dieses Flight, das Flüchten und vielleicht zu mir kommen, eher annehmen. In der Regel flüchten auch die Hunde eben nur kurz, um sich dann auch alles auf Distanz anzuschauen. Also deswegen, man muss dann auch nicht überbewerten. Man muss dann jetzt natürlich auch nicht jeden Hund auf 20 Meter entfernt weghalten. Man muss jetzt natürlich auch nicht panisch jetzt den anderen Besitzer zurufen, nehmen Sie Ihren Hund weg. Vielleicht ist der Hund jetzt einfach nur hinter mir gegangen, hat geguckt, der andere kommt nicht näher auf 5 Meter. Und dann wäre es doch sogar gut, wenn mein Hund jetzt einfach mal die Möglichkeit hat, jetzt auf eine Entfernung sich das Gegenüber anzuschauen. Ne, es ist auch immer wichtig, das Gegenüber anzuschauen. Ne, so in dem Fall von der Mutter von meinen Welpen, ne, muss ich jetzt eben Video Musik anmachen. Ne, da ist zum Beispiel mein Schwein ausgekommen. Also ich sag ja, ich habe jetzt nicht nur Hundeplatz, ihr seht hier auch Gänse umeinander. Da hinten habe ich eine Voliere. Ich habe halt, wie gesagt, meinen privaten Bereich, meine eigenen Tiere habe ich da. So, und ja, das ist mir halt mal mein Schwein ausgekommen. Und dann rennen die ja da auch rum. Ja, und die Dora, also die Mama von meinen Welpen, ja, die kam damit so gar nicht klar. So, und dann ist die natürlich eben bellend zurückgegangen. Deswegen habe ich nochmal hingefilmt, was denn jetzt der Auslöser war. So. Und wenn da natürlich das jetzt als ja, dominant bezeichnet wird, nur weil jetzt der Schwanz nicht klemmt, ne, und man sieht ja, sie bellt, sie hat immer wieder wechselnde
wechselndes Verhalten, sie geht weg, sie hat einmal Blickvermeidung, sie hat einfach, sie schaut nochmal wieder hin. Der Schwanz ist jetzt, wie gesagt, nicht klassisch komplett hier unten, aber sie war halt einfach unsicher. Und wenn das dann natürlich, nein, du bist dominant und nein und überhaupt und du hast den Schwanz nach oben und jetzt bist du bestimmt dominant. Und jetzt darf der nicht flüchten. Ja, was wird er denn beim nächsten Mal machen? Dann wird er natürlich beim nächsten Mal nach vorne knallen. Und das ist halt das große Problem. Und dann kriegt er übrigens auch wieder einen auf den Deckel. Und das ist natürlich ganz gemein. Ja, das ist hier auch so ein kleiner Auslandshund, den wir mal schon in der Pension hatten, beziehungsweise ich als Pflegestelle. Ja, und da steht er halt einfach. Ja. Auch da ist er nicht so ganz sicher. Der ist jetzt klassisch total panisch. Der schaut hier auch noch an. Ja, aber da lange ich doch nicht hin. Ich merke halt einfach, ja, die Ohren sind zurück, der wedelt hinten erregt, Blickvermeidung, Beiße im Auge, dann knurrt er mal wieder, dann bleibt er mal wieder sitzen, dann geht er mal wieder zurück. Also er will jetzt definitiv keinen Kontakt zu mir. Also ja, klar, der ist noch ein bisschen neugierig, das ist ja auch toll. Der war auch ganz schnell, nach einer Woche, war der dann auch bei uns auf dem Schoß. Wie gesagt, wir sind halt jetzt nicht drauf eingegangen. Wir haben uns da hingesetzt, wir haben gesagt, ja, dann geh halt einfach oder komm oder na, dann kamen die anderen, die haben wir dann alle gestreichelt, dann hat der auch ganz schnell gelernt, okay, die sind doch nicht doof. Aber wenn ich den jetzt natürlich überfordere und wenn ich dem jetzt natürlich ein Leckerchen vor die Nase halte und wenn ich zu dem jetzt natürlich sage, auch bitte komm und dann dieses ich selber schon, ja, dieses unsichere Gesicht habe mit 1000 Fragezeichen. Ja, warum kommst du denn nicht? Ja, komm doch, oh Putti Putti, du brauchst keine Angst haben. Nein. Und dann die Babysprache, die ja dann auch immer kommt. Ja, dann ja, wird sich das natürlich nicht ins Positive einfach hier auch wenden. Dann kann es natürlich sein, wenn ich den dann irgendwie dann noch streicheln möchte oder festhalte, ja, dass der dann eben, wie gesagt, schnappt. Dann ist er wieder undankbar. Dann haben wir den Fight, den Kampf, wenn dem Hund eben die Möglichkeit zum Flüchten genommen wird, dann gehen wir zum Kampf. Das ist eben dieses kurze Freischaufeln, um sich dann aber auch hoffentlich die Situation wieder anschauen zu können, ne, oder zu dürfen, weil oft kriegen ja dann die Leute, die Hunde dann einen auf den Deckel von den Menschen. Du darfst nicht knurren, du darfst das alles nicht. Also was der Hund dann auch allgemein alles nicht darf. Also ich manage nicht, aber das, er darf dann auch nicht selber. Freeze, einfrieren. Auch ein Angsthund, den ich in die Pension bekommen habe. Der war auch, glaube ich, ein halbes Jahr oder sowas in der Endstelle, hat da auch gebissen. Ja, und der frisst natürlich total. Knurrt auch. Knurrt dann immer zwischenzeitlich. Den lange ich jetzt doch nicht an. Ja, wie gesagt, wir machen immer dann sehr gerne Videos von den Hunden, um dann einfach mal, wie entwickeln die sich, diese Hunde. Und ja, aber den lange ich nicht an. Da tue ich jetzt nicht einen Keks davor. Ich kann jetzt vielleicht mal auf 3 Meter Entfernung einen Keks hinschmeißen. Aber ich halte ihn jetzt nicht einen Keks vor die Nase, um ihm, wenn er dann den Keks vielleicht nehmen soll, ihm dann über den Kopf zu streicheln. Ich habe da sofort die Schnappschildkröte da. Zwei. Ja, also der Hund, der wie gesagt halt einfach freest. Bewegungslos ist. Und da, wie gesagt, meinen die meisten Leute, sie müssen jetzt irgendwie diesen Hund unterstützen. Ich kann, wie gesagt, ja da bleiben. Ich kann ja mich auch mal in die Ecke hinstellen und kann ja sagen, hey, ist ja alles okay, super. Ich bin ganz toller. Und dann gehe ich aber auch wieder und dann komme ich wieder. Und dann bin ich aber auch nicht bedrohend für diesen Hund. Dann bin ich auch nicht blöd für diesen Hund, weil er sagt, ja, die Alte geht dann wenigstens wieder. Und nicht, oh Gott, der bleibt die ganze Zeit da und der merkt es gar nicht. Und dann natürlich dieses Flirten, dieses Fiddeln, dieses Fiddlerbaut, dieses Rumgehüpfe kann ja auch sein. Ganz, ganz viele Hunde kommen eben in dieses Rumgehüpfe, in diese Vorderkörpertiefstellung. Wird dann natürlich auch wieder falsch interpretiert von den Leuten. Oh, der Hund hat so viel Spaß vor dem anderen Hund. Der Hund, der guck mal, wie der sich freut, wenn der jetzt da das Pferd sieht. Oh, guck mal, wie der sich jetzt freut,
wenn der jetzt XY sieht, nee, der freut sich jetzt vielleicht nicht, der fiddelt jetzt da umeinander, der ist jetzt mit dieser Situation ein bisschen überfordert. Das ist jetzt ein Video, ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ganz schief. Schauen wir mal. Doch. Also, aber es ist jetzt egal, man sieht das jetzt trotzdem. Also, hier haben wir wieder so einen kleinen schwarzen Hund. Und da haben wir jetzt so eine fiddelnde Hündin da liegen. So, ja, halt jetzt, halt jetzt, halt jetzt. Und genau, die schlägt sich aber auch ganz viel, die Hündin, ne, Ohren zurück und ganz viel wedeln dann halt einfach auch. Ne, dieses Vorderkörpertiefstellung, wieder wegspringen, vielleicht ein bisschen wuffen. Aber ganz wichtig, es ist, wenn es die erste Situation vielleicht mit dem fremden Hund ist, meistens keine Spielaufforderung. Warum soll ich eine Spielaufforderung auf einen fremden Hund machen? Es ist erstmal, oh, der andere Hund, der kommt voll schnell auf mich zugerannt. Oh, ich weiß jetzt auch nicht, was ist. Wow, die Situation hatte ich gestern schon mal, da hat mir jetzt einer über den Haufen gerannt. Oh, jetzt heute kommt schon wieder einer, der schnell auf mich zugerannt kommt. Und dann kommen die eben häufig ins Fiddeln oder wegrennen, dass die Hunde dann wegrennen. Und dann die Leute immer denken, guck mal, der hat Spaß. Nee, der hat jetzt gerade vielleicht irgendwie voll die Furcht von dem anderen, ne, weil er vielleicht eben gestern umgerannt wurde. Ja, und rennt und rennt und rennt und rennt quasi so ein bisschen um sein Leben, rennt jetzt schnell weg, dass der andere nicht nachkommt. Haben wir ganz, ganz, ganz häufig auch. Und ja, und die Leute stehen daneben, lachen, der Welpe oder der Hund schaut dann noch die Besitzer an und sagt, ey, guck mal, ich bin völlig überfordert jetzt gerade. Ich weiß nicht, wegrennen bringt mir auch nichts. Jetzt rennt der Hund noch zu dem Besitzer, stupst ihn vielleicht dann noch an. Und dann sagt der Besitzer, weil er ihn eben nicht sozial unterstützt, ja, geh doch hin zum Laufen. Ja, du darfst laufen, du darfst laufen. Und der Hund sagt, ich will aber gerade gar nicht laufen. Das ist natürlich richtig doof, ne? Wenn ich jetzt diesen Hund habe und dass der dann irgendwann mal dieses ganze Vertrauen zu mir und eben zu Hunden dann verliert. Ganz schwierig. Und das aber dann auch wieder rein, nee, der Hund, der sucht sozial, schickt doch den anderen Hund weg. Ich kann doch keinen anderen Hund wegschicken, aber der kommt doch freundlich. Ja, aber deiner hat jetzt gerade ein Problem damit. Ganz schwierig für viele Leute. Genau, da jetzt, sie sagen zwar, ihr Hund hat Angst, aber managen würden sie jetzt trotzdem den anderen nicht. Beistehen, sozial beistehen, tun sie jetzt doch oft nicht. So. Dann noch die letzten Folien, für heute zumindest, Festlegung der Furcht oder der Angst. Ja, es kann natürlich eine genetisch fixierte Sache sein, ne? Wenn zum Beispiel die Mutterhündin schon sehr unsicher ist, dann kann es natürlich sein, dass diese Ängstlichkeit vererbt wird. Ich glaube, die Angstvererbung ist ja, glaube ich, auch über 50 oder 60% tatsächlich, auch Schuss. Also wenn die Hunde nicht schussfest sind, also eine Geräuschangst, also das haben wir ja auch oft bei den Jagdhunden, ne, dass sie ja dann nicht geräuschfest sind, wenn dann der Knall, wenn dann das Gewehr irgendwie abgefeuert wird und die Hunde dann zusammenzucken, das darf ja natürlich auch ein Jagdhund nicht zeigen, der muss ja natürlich auch schussfest sein. Und da haben wir natürlich auch einige Hündinnen, die darauf reagieren und das wird dann natürlich sehr hoch weiter färbt. Ich glaube wirklich 60 oder 65 oder 70%. Das Problem ist, dass man das natürlich mit gutem Training auch wegtrainieren kann. Aber es ist natürlich Kacke, ne? Weil ich habe einfach die Hündin, die jetzt so ein Problem zeigt oder der Rüde, der einfach auch nicht stabil ist. Ja, warum muss ich denn mit solch jemanden, kommt eben ja darauf an, was ich denn machen möchte mit dem Hund. Aber wenn ich jetzt eben einen Jagdhund habe, ja, warum muss ich dann so eine Hündin überhaupt mit in die Zucht nehmen? Dann ziehe ich die halt raus, diese Hündin, weil sie halt eben Welpen macht, die auch wieder dieses Problem hat. Und dann muss ich es halt wieder umständlich irgendwie abtrainieren. Das ist halt einfach dieses große Problem. Es kann aber halt einfach auch sein, dass ich vielleicht eine saucoole, sausouveräne Mutterhündin hatte und die aufgrund ja irgendeiner blöden Situation im letzten Drittel der Trächtigkeit ja irgendwie Stress hatte. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie eine ganz, ganz, ganz souveräne Mutterhündin. Ja, und die hat sich jetzt im letzten Drittel der Schwangerschaft, hat die sich jetzt ganz dumm an der Balle verletzt. Ganz, ganz, ganz dumm. Und die musste jetzt aufgrund dessen zum Tierarzt und es musste auch genäht werden und die musste jeden Tag jetzt vom Tierarzt auch gespült werden und dann die Fäden ziehen. So, und ich habe aber eine Hündin, die halt einfach Probleme beim Tierarzt hat. Und dann das Warten beim Tierarzt und meine Hündin hat schon gezittert und dann ist drin
meine Hündin, ne, die zittert und der Tierarzt und die ganze Situation. Und dann hat diese Hündin natürlich wahnsinnig viel Cortisol drin, also Stresshormon. Und das wird wiederum im letzten Drittel der Schwangerschaft, ich sage, wenn es halt über einen längeren Zeitraum ist, also nicht, wenn die Hündin sich einmal erschreckt und mal kurz einen Cortisolausstoß kriegt und danach wieder cool ist, dann nicht. Aber ich sage ja, wenn es so eine lang anhaltende Situation einfach ist, dann kann es eben sein, dass die Hündin jetzt natürlich auch nicht an jedem seiner Welpen, aber an einigen Welpen einfach schon dieses Cortisol, also dieses Stresshormon übergibt. Und es kann sein, dass diese Hunde halt einfach schneller in einen Stress reinkommen, weil sie halt schneller auf dieses Cortisol, wenn sie dann in eine Stresssituation kommen, reagieren. Und wäre das bei dieser Mütterhündin einfach nicht passiert, also ich sage, die Mutterhündin ist eigentlich eine coole Hündin, dann haben wir aber das Problem, dass es halt eben epigenetisch übertragen wird. Also ich sage, wenn ich eine von Haus aus unsichere Hündin habe, dann ist es eben die Genetik, die übertragen wird. Und wenn ich eben eine ansonsten coole Mutterhündin habe oder auch der Klassiker eben Mutterhündin, Ausland, die eigentlich eine coole, souveräne Hündin wird, wird eingefangen, kommt in den Shelter, wird vielleicht jetzt noch trächtig nach Deutschland gebracht. Ja, und dann haben wir eben die Epigenetik. Die eigentlich coole Mutterhündin kam jetzt in eine Stresssituation, in eine lang anhaltende Stresssituation, hat dabei Stresshormone, Cortisol ausgeschüttet. Das wird wiederum an die Welpen übertragen und die werden dann halt einfach schneller auf Umweltreize wahrscheinlich reagieren, als wenn das nicht passiert wäre. Nämlich Ängstlichkeit kann vererbt werden. Ganz, ganz, ganz schlimm. Normale Entwicklung im Welpenalter. Also ich sag ja, Angst oder Unsicherheit gehört dazu. Angst entwickelt sich ab der 6. Woche. Also im Gegenteil, die Hunde, die überhaupt gar keine Angst als Welpen oder Unsicherheit als Welpe zeigt. Also die sind für mich immer so ein bisschen auffällig, ne? Wenn wir da so einen haben, der so jetzt 8 Wochen ist, dann in die Welpen oder in die Basisstunde auf den Hundeplatz kommt und schon so souverän reinkommt und sagt gleich mal, mir gehört die Welt und da ist jetzt da so ein älterer Hund und dann geht er da noch hin und der ältere Hund grenzt sich gut ab und der Welpe geht weiter und so, pff, da bin ich dann schon immer ein bisschen und denke mir so, wow, ne? Also finde ich jetzt schon ein bisschen auffällig. Und die Leute, die sind dann immer so ein bisschen verunsichert. Und wenn man dann die Welpen dann lässt und man lässt vielleicht auch ein bisschen Kontakt eben auch an der Leine zu und der eigene Welpe, der möchte dann nicht, dann sage ich, nee, das ist eigentlich normal. Der Welpe kommt jetzt hier ganz frisch rein, der kennt den Hundeplatz nicht, der kennt mich nicht, der kennt die anderen Hunde nicht. Also das ist normal, dass jetzt der Hund da nicht sofort hinläuft zu jedem und mit jedem Best Buddy macht. Und das Problem sind dann natürlich diese Hunderassen wie Beagle oder Labrador oder Golden Retriever, die halt von Haus aus ja so eine Hundefreundlichkeit und eine Menschenfreundlichkeit haben. So, und jetzt steht der Mensch mit seinem Sheltie daneben und Shelties neigen ja von Haus aus ja schon so ein bisschen zu einer Scheuheit. Ja, und dann steht der Sheltie-Besitzer und sieht jetzt vielleicht die 5 Labrador oder Golden Retriever oder Beagle-Welpen, die dann sofort in der ersten Stunde, dann fragen sie noch, ja, ihr seid echt auch in der ersten Stunde, ja, und dann denkt man sich und denkt, schaut seinen Hund an und denkt sich, oh Gott, was ist mit dem passiert? Nee, das ist eigentlich der normale Hund. Also außer er sitzt natürlich jetzt biebernd und zitternd in der Ecke, okay, und kommt in so einen Konfliktschlaf schon rein und schon völlig überfordert, dann denke ich mir auch, okay, was ist mit diesem Hund passiert? Aber so ein bisschen Zurückhaltung würde ich mir immer ein bisschen wünschen bei den Welpen. Also wie gesagt, die Welpen sind zuerst total neugierig, ne? Bis zur 8. Lebenswoche überwiegt dann auch die Neugier noch der Angst. Und danach werden die Welpen aber immer und immer, immer selbstständiger. Und dann, wie gesagt, wäre es aber gut, wenn sie dann schon mal auch so ein bisschen geblockt sind, wenn sie schon mal so ein bisschen gehemmt werden. Wie gesagt, die Welpis, die ohne irgendwelche Hemmung da durchs Leben laufen, die sitzt auf dem Wackelbrett, ja, mei. Und die stellst du irgendwo daran, ja, mei. Und ne, also, keine Ahnung. Deswegen, gerade denen muss ja dann auch mal gezeigt werden, du. Lauf nicht immer überall total optimistisch umeinander und sei nicht so ganz naiv, weil das könnte dann vielleicht dann doch mal blöd enden, wenn du jetzt das Auto nicht als, naja, doch mal
als unangenehm ansiehst. Ne? Und wir haben, wie gesagt, viele Hunde, die latschen einfach davor. Und wie gesagt, der Umgang mit der Angst muss unbedingt gelernt werden und sollte da eben einen Mittelweg finden. Sozial beistehen, sage ich, die Situation bewerten. Wenn ich merke, ja, also das ist jetzt echt eine richtig heftige Situation für meinen Hund und eigentlich habe ich es auch schon übertrieben mit meinem Hund, ja, okay, dann gehen wir jetzt mal raus oder ich nehme ihn jetzt eben auf den Arm und trage ihn raus. Scheiße, nächste Mal muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich ihn jetzt nicht so überfordere. Aber wenn ich dann eben merke, ja, der geht jetzt bloß ein bisschen weg und will sich das alles mal so ein bisschen auf Distanz anschauen, unbedingt eben lassen. Also da nicht dann drüber oder über helikoptermäßig als Welpenmama sein. Spooky-Phasen haben wir ja schon gesagt, natürlich Angstphasen im Leben eines Hundes. Das ist noch nicht so wissenschaftlich belegt, das ist eben die Beobachtung von uns Trainern und Züchtern. Ist nur, also Teil normaler Entwicklung, sage ich, die erste Phase ist ungefähr in der 7., 8. Woche. Die zweite um den 4. Lebensmonat, also meistens, wenn die Hunde eben in den Zahnwechsel sind. Meist, ja, sage ich halt wieder, meistens unbewegliche Objekte, ob das jetzt eben die Mülltonne ist oder ein Flatterband oder eine Treppe, die heute, oder ein Baum, der jetzt eigentlich schon seit 2 Wochen da ist. Die dritte Phase ist um den 9. Lebensmonat, meistens in der Pubertät. Oder setzt eben in der Pubertät ein. Wenn jetzt der Hund natürlich erst mit 1 Jahr in die Pubertät ist, haben wir das dann auch sehr häufig erst um 1 Jahr. Da meistens bewegliche Objekte wie Radfahrer, Jogger, auch mal Kinder ganz häufig, Buben, also Jungs, also weniger Mädchen, sondern Jungs, Männer haben wir so sehr häufig, weil die sich halt einfach auch nicht so viel wie mit den Hunden abgeben. Ne? Also Jungs oder Männer geben sich halt eben ein bisschen weniger ab als Mädchen und Frauen. Und deswegen haben wir da halt meistens Jungs, aber wie gesagt, kann auch mal ein Kinderwagen sein, kann auch mal der Jogger sein, dass der Hund da mal so wuff, 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 wuff. Und da sollte man eben dann auch nicht, nein, aus, stopp, also es hat auch meine Eisbärin, die ist immer noch so ein bisschen in Spooky-Phasen drin und die bellt dann eben, die wufft dann und dann wuff, wuff und dann geht sie auch mal hin und dann geht sie wieder zurück und wuff, wuff und da darf ich natürlich überhaupt nicht schimpfen. Ich rufe sie dann her, ich gehe dann runter und ja, stehe ihr dann auch bei, ne, und sage dann, hey, alles cool, psst, ist cool. Ne, also ne, eben dieses bewusst selber auch als so ein bisschen runterfahren, anlangen, wenn es der Hund möchte, nicht irgendwie hektisch streicheln, also gerade so hektisches Streicheln, schnelle Bewegungen erregt er eher und wenn ich dann so runter und alles ganz cool und prima und sie läuft aber auch schon zu mir, ne? Also sie kommt dann erstmal, sieht sie, dann kommt und dann kommt erstmal, wo ist Mama und dann ganz schnell zu mir und dann kriecht die aber auch rein in mich, ne? Also dann springt sie auch hoch, springt dann, also wirklich auch an und will dann aber auch, dass ich runtergehe und kriege dann eben in mich rein. Ja, braucht sie halt einfach. Und gerade dann die weißen Hunde sind ja dann auch nicht oder meistens oftmals nicht so die selbstsicheren. Ich sage ja, ihre Schwester, die steht, also die hat überhaupt gar keine Probleme. Die schaut dann bloß immer so, hä, was willst denn du jetzt? Ne, die orientiert sich dann auch ganz schnell eben auch an die Easy, also an die Herdenschutzhündin und dann so, okay, die macht nichts, dann brauche ich auch nicht machen. Also die wird richtig cool, obwohl, sage ich ja, die Schwarze eher die war, die anfangs die Unsichere und die Weiße war eher die Sichere. Okay, jetzt hat sich das halt einfach gewendet, das Blatt. Und die vierte Phase ist um den 2., 3. Lebensjahr, also je nachdem eben wie der Hund auch geboren ist, meist Geräuschangst. Meist auch Silvesterangst, meist auch Gewitterangst. Ja, also ist mir selber 2-mal passiert, dass ich, also mein erster Rüde, mein allererster Rüde, den ich bekommen habe, das war ein Yorkshire Terrier, der Bonnie, der ist 16 Jahre alt geworden, nie Probleme. Also der Bonnie war auch immer einer, Reh, kein Thema. Der hat immer so ein bisschen, also so kam es mir immer so ein bisschen so, Energiekosten-Nutzen-Rechnung gemacht in allem, was der gemacht hat. Wenn er mal kurz einen Ball hinterhergelaufen ist, hat er dann mal so kurz seine Kilokalorien durchgerechnet, die er verbraucht hat. Und dann hat er, glaube ich, also so kam es mir vor, so eine Gegenrechnung gemacht. Ich habe heute so viel gegessen, nee, so, da renne ich kein 2. Mal hinterher. Und dann sage ich auch beim Reh so, okay, das ist ein Reh. Nee. Na, ist viel zu anstrengend. So, und er war cool, er war sein ganzes Leben lang cool, er hätte eine Bombe einschlagen können. Und dann haben wir die Betty ins Haus bekommen, das war auch eine Yorkshire-Dame,
total cool, ne? Also die zwei sind miteinander eben aufgewachsen und alles kein Thema. Die ersten 3 Jahre null Probleme, Silvester null Probleme, Gewitter. Und im 4. Jahr hat sie mir angefangen. Bis sie dann tatsächlich sehr alt wurde und da dann tatsächlich halt einfach keine Thematik mehr zeigte, weil sie es nicht mehr gehört hat. Dann habe ich meine Honey ins Haus geholt. Das war irgendwie ja so eine, keine Ahnung, so ein Lockentierchen, die auf dem ersten Foto auch zu sehen ist, so ein Lockentierchen. Und auch da 3 Jahre keine Thematik mit irgendwelchen Geräuschen und im 4. Jahr angefangen. Die war aber das Problem, die hatte jetzt nicht wirklich Gewitterangst mit dem Donner, sondern die hatte eher die Elektrizität. Und selbst als er dann alt wurde und die ist 18 geworden und hat nichts mehr gehört, hat sie dann trotzdem noch ein bisschen Probleme gehabt, weil sie es, wie gesagt, halt einfach gespürt hat. Und dann haben wir die Mali ins Haus bekommen, also nicht mein Mali neu, sondern meine Mali, die schwarz-weiße Hündin mit den, also die bisschen dickliche, die auch auf dem ersten Foto war. Die ist 16 Jahre alt auch geworden und die hat nie Probleme. Die hat die ganzen Jahre, obwohl sie zwei bibbernde und zitternde Hunde neben sich hatte, nie ein Problem mit Geräuschangst bekommen. Und dann sind die zwei Yorkshire-Tiere weggestorben und dann hatten wir eben die Fee, also meine Mali-Neuhündin haben wir dann ins Haus bekommen, die eben den einen bibbernden Hund mitbekommen hat, bis heute keine Problematik. Also das heißt halt leider Gottes nichts, auch gerade mit der Geräuschangst, weil viele Leute dann sagen, nein, Diane, Silvester war ganz toll, wir haben den auch mit rausgenommen, der hat sich die Feuerwerke auch angeschaut und der hat keine Angst gezeigt. Der hat keine Angst. Heißt nichts, Leute. Überhaupt nichts. Kann sich auch erst im, sage ich, 3. oder 4. Jahr entwickeln. Ich würde da nicht so unsensibel sein. Trotzdem die Hunde an die Leine nehmen und ja, nicht ohne Leine umeinander laufen lassen. Sonst könnte es sein, dass er eben mit 4 Jahren weg ist und über den Zaun springt und abhaut. Und dann kann es natürlich während des gesamten Lebens bei negativen Situationen jederzeit eine Unsicherheit oder eben eine Angst der Hund entwickeln. Sehr häufig haben wir eben das auch, wenn die Hunde also alt werden, einfach so ein bisschen dattelig werden, dass dann wirklich viele, ja, wenn sie es einfach nicht mehr richtig hören und nicht mehr richtig sehen, tatsächlich dann auch eine Angst entwickeln, also wirklich ja, Situation unabhängig, beziehungsweise ne, mal ist es das, mal ist es das, sonst kennen die ja auch ganz häufig, dann sind die auch sehr nervös. Haben wir, wie gesagt, halt einfach auch. Deswegen schauen, dass der Hund eigentlich nie ein Problem bekommt. Also auch wenn er 3 Jahre alt ist und cool mit anderen Hunden, wenn der Yorkshire Terrier dann von einem Schäferhund einmal übermäht wird, kann es sein. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Wichtig ist halt einfach auch, wie die 100-Vor-Situation waren. Wenn die 100-Vor-Situation noch so gerade für diesen Hund erträglich waren und dann die 100. Situation eben nicht mehr, kann es eben passieren, dass er auch mit 3 oder mit 4 wirklich auch eine Problematik auf Hunden bekommt. Wenn die, also so ist meine Erfahrung zumindest, wenn die 100-Situationen vorher cool waren für den Hund, also wie zum Beispiel meine Hunde, ne? Die haben halt von vornherein gelernt, ich stehe bei, weil ich habe halt doch auch viele Problemhunde. Ich meine, das kann ja auch sein, dass mein Hund mal neben mir steht und sich einer losreißt und auf meinen Hund drauf wämst. Oder mein Hund ist mal am Zaun, ne? Und meine Hunde, ich sage, die sind ja auch viel in der Pension dann dabei. Und ja, der geht da mal an dem Zaun entlang, der weiß ja nicht, dass da jetzt vielleicht gerade mein Aggro und wird dann vom Zaun mal angeblökt und erschreckt sich dann vielleicht. Okay, wenn Sie aber wissen, Diane steht mir in der Regel immer bei, ich habe da einen Anker, ich kann mich da einfach auch dran wenden, ne? Und ich bin eben eine, die immer andere Hunde wegschickt, wenn sie beim Spaziergang, und wenn die noch so freundlich hergehen, ich regle das immer für meine Hunde. Und ich schicke auch Kundenhunde, ne? Also ich habe ja auch sehr, sehr viele Leute, die den Hund, ja, beim ersten Mal tatsächlich Klappe auf, Hund rennt raus, weil er nicht abgesichert war, stürzt gleich auf meinen Hund zu. Ich schicke dir auch jeden Kundenhund weg. Und dann schauen die mich immer an, ja, so, ja, sage ich, Leute, das kann nicht sein, dass dein Hund nicht gesichert ist, aus dem Auto rausspringt, auf meinen Hund zu donnert. Ich kenne dich doch und deinen Hund gar nicht, ne? Und dann schicke ich ja einfach die Hunde weg. Und das wissen aber auch meine Hunde. Meine Hunde haben einfach gelernt, ich stehe ihnen bei. Und wenn sie das eben gelernt haben und dann kommt mal eine blöde Situation und die kommt auch mal bei mir. Ich sage ja, weil ich ja gar nicht, ja, 100% meine Hunde schützen kann. Es passiert halt einfach, sage ich, dass ich einen Hund losreißt und zu schnell einfach. Oder hatte ich auch tatsächlich schon mal
zwei Hunde in der Gruppendynamik auf meinen Hund hingegangen sind. Da konnte ich gar nicht, wusste gar nicht, welchen Hund ich weghauen sollte von meinem Hund jetzt. Und das ist, wie gesagt, ja, der Vorteil. Die wissen aber, also ich stehe ihnen normalerweise bei. Und dann haben wir aber auch, wenn mal was Negatives ist, in der Regel auch kein Problem. Wie gesagt, wenn schon immer so für den Hund so 50-50, weil viele Hunde oder Besitzer es ja auch gar nicht sehen oder gar nicht das Auge dafür haben oder eben auch die Situation falsch einschätzen für ihre Hunde. Und dann halt eben, ja, Mai, und jetzt komm, stelle ich mich so an. Und dann passiert eine negative, eine richtig negative Situation. Also der Hund wird schon 5000 Mal angebellt beim Spaziergang und der Besitzer hat das nicht gesehen, hat seinem Hund nicht beigestanden. Und jetzt wird er tatsächlich einmal gezwickt und dann kommt immer ganz häufig, ja, mein Hund ist gebissen worden und deswegen hat er eine Problematik jetzt mit Hunden. Ja, gut, aber warum sind meine Hunde zum Beispiel schon gebissen worden von anderen und haben keine Problematik? Wie gesagt, ich glaube schon, es liegt auch an den 100 vorherigen Male. Und wenn ich dann so Leute habe, wenn ich sage, guck mal, jetzt kommt dein Hund wieder in den Stress, jetzt schütze ihn doch mal. Ja, warum? Dann weiß ich eigentlich, der Hund ist die ganze Zeit vorher auch nicht beschützt worden. Und deswegen war die eine Situation dann dieser wirkliche Auslöser. Genau. So. Dies erstmal zu dieser Emotion Angst. Genau. Am Donnerstag haben wir, wie gesagt, den Aufbauvortrag. Da besprechen wir dann die Trainingsansätze. Da gehen wir dann auch bewusst eben noch in so einzelne Angstsachen, eben mit Menschenangst, mit Hundeangst, mit Gegenstandsangst, mit Geräuschangst. Was muss man darauf achten? Wie gehen wir dann in dieses Training rein? Dann haben wir noch viele Videos dann einfach. Und genau, deswegen aber erstmal dieses Vorgeplänkel, weil wie gesagt, ich finde das halt eben auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich ja schon, genau, fast 2 Stunden geredet von diesem Allgemeinen. Genau, und deswegen habe ich jetzt diesen Vortrag auch so ein bisschen gesplittet in Emotion, Angst, eben dieses Rundherum und dann eben diesen zweiten Vortrag mit diesen Trainingsansätzen, nochmal, wie gesagt, Videos, nochmal ein bisschen Körpersprache. Genau, dass ich, genau, dass ihr jetzt einfach quasi diese Vorgeschichte schon habt.